Ja, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder und Förderer der AfD, sehr verehrte Gäste, anwesende Vertreter der Medien und die Zuschauer daheim von den Bildschirmen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Wahlkampfveranstaltung der AfD Hessen und des Kreisverbandes Marburg-Biedenkopf hier im schönen Bürgerhaus von Kirchhain anlässlich der Landtagswahlen in Hessen. Es freut mich, dass ich vor Ihnen sprechen darf, hier in diesem bis zum Anschlag gefüllten Bürgerhaus. Es sind insgesamt 300 Personen anwesend und damit ist die Halle voll. Mein Name ist Erik Markert, ich bin 21 Jahre alt und Student an der Philipps-Universität in Marburg. Seit 2015 bin ich Kreisvorsitzender der AfD im Landkreis Marburg-Biedenkopf und seit 2016 Abgeordneter sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender unserer AfD im Kreistag. Bevor wir mit unserem Programm anfangen, möchte ich aber zunächst noch ein paar Personen ganz besonders begrüßen. Zuallererst natürlich unsere hochkarätigen Gastredner. Angereist aus dem fernen Berlin, einer unserer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Herrn Leif-Erik Holm. Und der innenpolitische Sprecher unserer AfD-Bundestagsfraktion, Herrn Dr. Gottfried Curio. Zudem begrüße ich unseren Bundesvorsitzenden und Abgeordneten im Europäischen Parlament, Herrn Professor Dr. Jörg Meuthen. Ich freue mich, Sie alle drei hier bei uns im Landkreis Marburg-Biedenkopf begrüßen zu dürfen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich darüber hinaus unseren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Hessen, Herrn Dr. Dr. Rainer Rahn. Und unseren Landessprecher, Herrn Klaus Herrmann. Wir haben nicht nur Prominenz in unserer Partei da, sondern auch unsere parlamentarische Vertretung. So haben wir heute zwei Bundestagsabgeordnete hier aus unserem benachbarten Landkreis Gießen, die beiden Abgeordneten Uwe Schulz und Joanna Kota. Schön, dass ihr hier seid. Und zu guter Letzt noch eine Person, die mir auch persönlich sehr wichtig ist, aus politischen Gründen, aber auch als persönlicher Freund. Er ist ehemaliger Bürgermeister der Stadt Biedenkopf, war 44 Jahre lang Mitglied in der CDU und ist seit Ende 2015 für uns aktiv, hat in der AfD seine politische Heimat wiedergefunden. Ich begrüße ganz herzlich unseren Fraktionsvorsitzenden im Kreistag. Er kandidiert auf Platz 7 der Landesliste und ist Direktkandidat im benachbarten Wahlkreis 12, Marburg-Biedenkopf 1. Auch du seist uns herzlich willkommen, Herr Karl-Hermann Boldorf. Ganz besonders für die Anwesenheit möchte ich mich aber bei Ihnen allen bedanken, meine Damen und Herren. Und damit meine ich Sie alle, ganz egal ob Mitglied oder Anhänger der AfD, interessierter Bürger oder auch Kritiker, von denen sicherlich einige von Ihnen auch hier heute im Saal anwesend sind. Dass Sie alle hier so zahlreich erschienen sind, zeigt eins ganz klar. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land werden zunehmend unzufriedener mit unseren Zuständen. Und sie beginnen endlich, die Politik in unserem Land und in Europa kritischer zu hinterfragen. Und nach Jahrzehnten, in denen die kritische politische Diskussion erfolgreich unterdrückt worden ist, Zeiten, in denen selbst Entscheidungen mit den gravierendsten Konsequenzen ohne jegliche kontroverse Debatte in Politik und Gesellschaft abgenickt wurden, sind wir jetzt hier als AfD angetreten, um dies zu ändern, um eine Politik für die Menschen in Deutschland zu machen. Seitdem es uns gibt, ist mit den herrschenden Zuständen Schluss. Die AfD legt den Finger in die Wunde und spricht die Probleme in unserem Land offen an. Wir vertreten die Interessen der Bürger, derjenigen Bürger, die von den etablierten Parteien sträflichst vernachlässigt oder ignoriert wurden. Und immer mehr Menschen merken das.
Deshalb gewinnen wir kontinuierlich an Zustimmung und sind jetzt mit nunmehr 18,5% zweitstärkste Kraft in diesem Land, vor der SPD, und das ist auch gut so. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt aber eine etwas kleinere Dimension ansprechen und zu den landespolitischen Themen kurz kommen. Und im Kontext dessen sind mir als AfD-Direktkandidat im Wahlkreis 13, dem Marburg und dem Ostkreis, der ja hier liegt, sind mir zwei Themen ganz besonders wichtig. Und eines davon ist die Bildungspolitik. Die Bildungspolitik von Kultusminister Ralf Lorz ist offenkundig gescheitert. Die Qualität der Lerninhalte in unseren Schulen und Bildungseinrichtungen wird immer schlechter. Ideologie ist statt der Wissensvermittlung an der Tagesordnung. Anforderungen und Bildungsstandards werden immer weiter herabgesenkt, um völlig vom Akademisierungswahn befallen, möglichst viele Schüler, ob geeignet oder nicht, durch das Abitur zu schleusen. Unsere Schulgebäude verfallen immer mehr, sind dringend sanierungsbedürftig und entsprechen modernen Anforderungen nicht. Und da brauchen wir gar nicht erst von einem fehlenden Digitalisierungskonzept für unsere Schulen zu sprechen. Die Folgen dieser verfehlten Politik sind sichtbar. Hessen ist im Bildungsmonitor von Platz 7 auf Platz 10 abgefallen. 15% der Grundschüler in Hessen erreichen die Mindeststandards im Lesen und der Mathematik und 22,1% im Bereich der Orthographie nicht. Die Quote der Schüler, die das hessische Landesabitur nicht bestehen, ist trotz geringerer Anforderungen in den letzten 7 Jahren sowohl absolut als auch prozentual gestiegen. 10.700 Lehrstellen in Hessen waren letztes Jahr unbesetzt. Unsere regionalen Unternehmen im Mittelstand und im Handwerk suchen dringend nach Auszubildenden und Fachkräften. Meine Damen und Herren, das zeigt eins ganz deutlich. Wir brauchen einen Kurswechsel in der Bildungspolitik und müssen zu den Prinzipien, die unser Bildungssystem einst erfolgreich gemacht haben, zurückkehren. Die Vermittlung elementarer Kenntnisse des Schreibens, Lesens und Rechnens müssen wieder im Mittelpunkt stehen und nicht die Anzahl möglicher Geschlechter. Wir brauchen die Förderung der beruflichen Ausbildung statt des Akademisierungswahns. Nur das hat Zukunft. Das Abitur muss wieder zum Ausweis der Studierfähigkeit werden und der Haupt- und Realschulabschluss müssen wieder zu qualifizierter Berufsausbildung befähigen. Meine Damen und Herren, mir ist es darüber hinaus auch ein Herzensanliegen, dass allen Schülern in diesem Land, unabhängig von der sozialen Herkunft, die Chancen für einen erfolgreichen Bildungsweg und eine individuelle Talentförderung geebnet werden. Viel zu oft entscheidet noch der Geldbeutel über die Zukunft eines Kindes. Aus diesem Grund halte ich es für angemessen, dass das Land Hessen die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes verbessert und so einkommensschwache Familien besser fördert. Das ist ebenso wie die vollständige Entlastung bei den Kita-Gebühren und der Schulverpflegung in meinen Augen unsere soziale Verantwortung. Eine Überarbeitung der Lehrpläne, eine bessere Förderung der Kommunen bei der Schulgebäudesanierung und die Konzeptionierung einer zukunftsfähigen Digitalisierungsstrategien der Schulen sind Bereiche, die unsere zukünftige Landtagsfraktion im Hessischen Landtag in Angriff nehmen wird. Meine Damen und Herren, ein weiterer Hauptbeweggrund meines politischen Engagements ist die Bekämpfung des Extremismus in Deutschland. Und ja, sie ist mir sogar ein Herzensanliegen. Wir erleben seit Jahrzehnten einen politischen und zivilgesellschaftlichen Kampf gegen den Rechtsextremismus in Deutschland. Dieser ist in meinen Augen auch richtig und notwendig. Gegen den Linksextremismus aber hingegen findet ein solcher Kampf nicht statt. Im Gegenteil, dieser Extremismus von links wird von der politischen Klasse ausgeblendet, ignoriert und von Teilen von SPD, Linken und Grünen sogar alimentiert. Wenn führende SPD-Politiker den Linksextremismus verharmlosen oder gar als aufgebautes Problem bezeichnen, dann kann man das angesichts der gewaltsamen Zustände beispielsweise beim G20-Gipfel in Hamburg, den Übergriffen im Hamburger Forst auf Polizisten und der regelmäßigen Übergriffe auf Mitglieder unserer Partei nur als knallharte Realitätsverweigerung und ideologische Verblendung bezeichnen. Für mich und die AfD steht fest, Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung ist ohne Wenn und Aber abzulehnen. Politisch motivierte Gewalt von links und rechts sowie religiöser Extremismus sind mit aller Konsequenz des Rechtsstaates zu bekämpfen.
Einer Verharmlosung treten wir entschieden entgegen. Meine Damen und Herren, aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass es ein allumfassendes Extremismuskonzept braucht, das alle Formen des Extremismus in Hessen gleichermaßen berücksichtigt und bekämpft. Die AfD ist die einzige Partei, und damit komme ich zum Schluss, die mit dem Extremismusproblem differenziert und sachgerecht umgeht und auch den Mut hat, die Probleme, die es dort gibt, auf den Tisch zu legen. Allen Einfeindungen und Diffamierungen zum Trotz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich darf nun unseren Spitzenkandidaten Herrn Dr. Dr. Rainer Rahn auf die Bühne bitten und freue mich auf einen spannenden und inhaltlich tiefgehenden Vortrag. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass der Saal so voll geworden ist, dass Sie doch offensichtlich ein reges Interesse an unserer Partei haben. Der diesjährige Wahlkampf 2018 ist ein besonderer Wahlkampf, denn alle Altparteien sind sich einig, dass sie uns aus dem Landtag fernhalten wollen. Dabei erfüllen wir ja eigentlich nur den Wunsch der Altparteien, die wollen ja alle Buntheit und Vielfalt. Im Hessischen Landtag sind bisher, die Farben Schwarz, Gelb, Rot und Grün vertreten. Zukünftig kommt Blau dazu, das heißt, dann haben wir wirklich das ganze Farbenspektrum, aber das ist denen dann doch etwas zu bunt und zu vielfältig. Und deswegen möchten Sie uns im Landtag verhindern, und da ist Ihnen jedes Mittel recht, nur nicht die inhaltliche Auseinandersetzung. Wir hören ja seit 5,5 Jahren, dass unsere Gegner uns inhaltlich stellen wollen. Ich warte bis zum heutigen Tag darauf. Und es ist auch verständlich, unsere Gegner haben uns nichts entgegenzusetzen, inhaltlich nichts. Wir haben die besseren Argumente und personell nichts. Wir haben die besseren Leute. Und das wird deutlich, wenn man einige der Lebensläufe der aktuell im Landtag vertretenen Abgeordneten anschaut. Ich habe einige herausgegriffen, zum Beispiel Janine Wissler. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken, hat Politik studiert über 12 Jahre, hat aber nie, ja, ich habe in der Hälfte der Zeit 2 Studiengänge absolviert, aber das ist sicher kein Maßstab. Aber sie hat nie in ihrem Leben gearbeitet. Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen, ebenfalls Politikstudium, auch in seinem Leben nie etwas außerhalb der Politik gearbeitet. Jan Schalauske, das ist der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Politikstudium ohne Abschluss, also berufslos. Jürgen Frömmrich, Grüne, diesmal Soziologiestudium, aber auch ohne Abschluss. Mittlerweile ist ja die Berufsbezeichnung Studienabbrecher die häufigste Berufsbezeichnung bei den Grünen. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, der hat Geschichte studiert, auch ohne Abschluss, also Studienabbrecher gibt es auch in anderen Parteien. Und dann haben wir Tarek Al-Wazir von den Grünen, der hat auch Politik studiert mit Abschluss, aber ich glaube auch 14 oder 15 Jahre lang. Aktuell ist er Wirtschaftsminister. Früher musste man, um Wirtschaftsminister zu werden, etwas davon verstehen. Die Älteren erinnern sich noch an Ludwig Erhard, CDU, oder Karl Schiller, SPD, beides Wirtschaftsprofessoren. Aber bei den Grünen braucht man weder einen Schulabschluss noch einen Berufsabschluss, um irgendein Ministerium übernehmen zu können. Und dann haben wir Thorsten Schäfer-Gümbel. Da gibt es nichts zu lachen, der Mann heißt wirklich so.
Und er hat sich den Doppelnamen selbst rausgesucht. Also alleine das wäre für mich ein Grund, ihn nicht zu wählen. Also Thorsten Schäfer-Gümbel, auch der hat Politik studiert, hat aber auch nie außerhalb der Politik etwas gearbeitet. Der ist seit 10 Jahren SPD-Vorsitzender in Hessen. In dieser Zeit hat die SPD 40% ihrer Wähler verloren. Zu Recht, wie ich glaube. Und der möchte Ministerpräsident werden, also als Nachfolger der legendären SPD-Ministerpräsidenten Georg August Zinn oder Holger Börner. Der eine war Rechtsanwalt, der andere Betonfacharbeiter. Also beide haben was Ordentliches gelernt und haben auch viele Jahre außerhalb der Politik gearbeitet. Das sind also einige unserer Gegner. Und von denen würde eigentlich kaum einer in der freien Wirtschaft überleben. Wenn einer von denen sein Mandat verliert, muss er wahrscheinlich von Arbeitslosengeld oder Hartz IV leben. Anders bei der AfD. Wir haben, bei unseren Kandidaten hat jeder mindestens eine Berufsausbildung, manche auch mehrere. Wir haben Fachleute aller Richtungen. Wir haben auf unserer Liste Wirtschaftsfachleute, Juristen, Polizisten, Geisteswissenschaftler, Naturwissenschaftler, Lehrer, Handwerker, Verwaltungsfachleute, Ingenieure und einen Landwirt. Also Sachkompetenz auf allen Feldern. Und natürlich haben unsere Gegner damit ein Problem, denn sie verlieren nicht nur Mandate an uns, sondern sind mit Gegnern konfrontiert, denen sie fachlich nicht gewachsen sind. Und deshalb scheuen sie auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit uns und beschränken sich darauf, uns zu denunzieren und gegen uns zu hetzen. Die CDU-Staatssekretärin in Nordrhein-Westfalen, eine Frau Güler, hat kürzlich in der FAZ einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel »Die AfD gehört zum Hasskartell«. Und dort hat sie geschrieben, jeder, der die AfD wählt, macht sich mitverantwortlich für die Verbreitung von Hetze und Hass. Also es ist das, was wir von den Altparteien kennen, die Wählerbeschimpfung. Sie beleidigen und beschimpfen Wähler, die es wagen, eine andere Partei zu wählen. Das ist für uns kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Wir akzeptieren jede Wahl eines Wählers und wir akzeptieren auch jedes Wahlergebnis, wenn es in einer demokratischen Wahl zustande kommt. Unser Ministerpräsident hat in der letzten Landtagssitzung vor 2 oder 3 Wochen gesagt, die Sprache der AfD ist blanke Hetze und blanker Hass. Natürlich gibt es in der Politik die Sprache von Hass und Hetze, zum Beispiel bei der CDU. Die Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer bezeichnete AfD-Politiker als Rattenfänger. Wenn man das logisch weiterdenkt, sollen dann unsere Wähler die Ratten sein. Die sprachliche Gleichsetzung von Menschen und Ratten ist eigentlich die unterste Schublade menschenverachtender Rhetorik und war bisher eigentlich nur aus dem antisemitischen Hetzblatt Der Stürmer bekannt. Der Ministerpräsident selbst hat es so formuliert, Rechtspopulisten leben von der Provokation und das Internet ist ein idealer Wirt zur Verbreitung dieses rechten Bazillus. Das ist also eine ähnliche Metapher, er setzt also den politischen Gegner mit oder bringt ihn sprachlich in die Nähe von Krankheitserregern, also Bazillen, um hier gegen den politischen Gegner zu hetzen. Auch das ist sprachlich im Grunde genommen das Gleiche, eine ähnliche Metapher. Und ich habe mal nachgeschaut, welche andere Politiker diesen Terminus schon einmal benutzt hat. Und ich habe eine einzige Stelle gefunden, ich zitiere das. Er ist der typische Parasit, der sich wie ein schädlicher Bazillus immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt. Das ist eine Passage aus dem Buch dieses Politikers,
Titel dieses Buches: Mein Kampf. Das ist also die Sprache von Hass und Hetze, die Sprache der Hetzer, aber auch die Sprache unseres Ministerpräsidenten. Die SPD hetzt auch gegen uns sprachlich, die verpackt es aber nicht in Metaphern, sondern sie redet die direkte Sprache. Kürzlich sagte der Abgeordnete Kaas im Bundestag im Zusammenhang mit uns: Hass macht hässlich. Er kann es beurteilen, er ist Mitglied der SPD. Seine Parteichefin Nahles drohte dem politischen Gegner in die Fresse zu hauen, so hat sie es wörtlich formuliert. Und der SPD, der ehemalige SPD-Vorsitzende Gabriel, wenn ich den Namen Gabriel höre, fällt mir immer diese Geschichte ein: Dick und doof waren früher zwei Personen. Also Gabriel. Gabriel sprach also von Pack und Mob, den man einsperren muss, so als ob man in einem Rechtsstaat einfach jemanden einsperren könnte, aber das ist das, was er wohl will. Es sind aber nicht nur Politiker, die die Sprache von Hass und Hetze verwenden. Kürzlich fand in Chemnitz ein Konzert, das nannte sich auch noch Konzert gegen Hass und Gewalt, statt. Da ist eine Gruppe aufgetreten, die hat folgenden Text produziert, ich zitiere das: Deutschland verrecke, Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck. Und in Chemnitz hat sie vorgetragen, wie gerne sie Busfahrer zusammenschlagen, Köpfe von Gegnern zerfräsen und die Messerklinge in die Journalistenfresse rammen. Unser SPD-Bundespräsident Frank-Walter Fischfilet also der Name ist mir momentan nicht präsent, aber Sie wissen, von wem ich rede, der empfahl dieses Konzert und steht damit eigentlich wie kein anderer für die moralische Verwahrlosung unseres Landes. Der SPD-Vize Stegner forderte auf: Man muss Personal der AfD attackieren, so hat er es formuliert, und die Antifa setzt das auch bereitwillig um. Die Antifa, eine kriminelle Vereinigung oder von den USA sogar als Terrororganisation eingestuft, und die SPD lässt sich jetzt ganz offiziell von der Antifa unterstützen. In der Ausgabe vom 7.9. des SPD-Organs Vorwärts, ich nehme an, keiner von Ihnen liest es, ich lese es auch nicht, aber ich habe mir diese Ausgabe besorgt. Dort schreibt eine Angela Marquardt, die war früher in der PDS, ist derzeit enge Mitarbeiterin von Frau Nahles, die schreibt also unter der Überschrift: Im Kampf gegen rechts braucht die SPD auch die Antifa. Und dort schreibt sie Folgendes: Niemand will Bündnisse mit gewaltbereiten Schlägern, aber es ist unsere Aufgabe, an ihrer Seite zu stehen. Also die SPD lehnt angeblich Gewalt ab, will aber Gewalttäter unterstützen. Also soweit ist die SPD gesunken, dass sie sich von Kriminellen helfen und unterstützen lassen muss. Frau Merkel sagte kürzlich, wir sollten alles tun, damit die AfD so klein wie möglich wird. Also ich nehme an, mit wir meint sie sich selbst. Und das könnte sie relativ einfach haben: zurücktreten, Grenzen schließen und Gesetze beachten. Der CDU-Abgeordnete Arnold sagte kürzlich in einem Interview, die AfD wird niemals so sein wie die CDU. Ja, hoffentlich nicht. Genau dafür sind wir ja angetreten. Und auch der SPD-Vize Stegner betont die Unterschiede zwischen seiner Partei und der AfD. Er sagt, die AfD ist das Gegenteil der SPD. Damit hat er auch recht.
Die SPD hat eine große Vergangenheit, aber keine Zukunft. Bei der AfD ist es genau umgekehrt. Und alle zusammen beschimpfen sie uns als Populisten und als Rassisten. Also in Frankfurt sind sie schon Rassist, wenn sie sich einen Zigeunerschnitzel bestellen, ihre Aspirine der Mohrenapotheke einkaufen oder die Musik von Ernst Neger hören. Die Älteren erinnern sich noch an Ernst Neger. Das war der Karnevalssänger, der in den 60ern und 70ern aufgetreten ist, der singende Dachdecker aus Mainz. Der dürfte heute mit seinem Namen beim ZDF auch nicht mehr auftreten. Liebe Freunde, wir erleben derzeit die Auflösung unseres Rechtsstaates, erkennbar unter anderem, aber nicht nur, an der Flüchtlingskrise. Seehofer hat dazu gesagt, die Mutter aller Probleme, also die Mutter aller Probleme ist natürlich Frau Merkel, mit ihrer Grenzöffnung, die sie vor 3 Jahren vorgenommen hat und damit gegen eigentlich alle einschlägigen Gesetze verstoßen hat. Jeder kann heute illegal einreisen, niemand muss einen Pass, niemand muss ein Visum vorlegen, obwohl das im Gesetz ganz klar gefordert ist. Und es kann nicht nur jeder einreisen, sondern es kann auch jeder hier bleiben über den Weg des Asylverfahrens. Auch das ist ungesetzlich. Das Grundgesetz sagt ganz klar, dass niemand, der aus einem sicheren Drittland kommt, Anspruch auf Asyl hat. Und auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat auf seiner eigenen Homepage Folgendes, können Sie Folgendes lesen. Bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat ist eine Anerkennung der Asylberechtigung ausgeschlossen. Trotzdem führt dieses Bundesamt mittlerweile, ich weiß nicht, etwa 500.000 Verfahren durch, obwohl sie selber sagen, dass das illegal ist. Das Oberlandesgericht Koblenz hat im Februar 2017 in einem Beschluss festgestellt, die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist seit rund 1,5 Jahren außer Kraft gesetzt. Das hat es bis daher noch nicht gegeben, dass ein Gericht feststellt, dass die rechtsstaatliche Ordnung aufgehoben ist. Die meisten Asylverfahren werden zwar oder die meisten Asylanträge werden zwar abgelehnt, die Bewerber bleiben trotzdem hier, denn es gibt eine Vielzahl von Abschiebungshindernissen, also zum Beispiel unklare Identität oder der Heimatstadt verweigert die Rücknahme oder jemand ist kriminell. Also wenn jemand behauptet, auch diese Fälle hat es gegeben, jemand behauptet, er habe in seinem Heimatland 5 Menschen umgebracht und es droht ihm deswegen die Todesstrafe, dann wird er nicht abgeschoben. Oder es behauptet jemand einfach, er ist schwul, auch dann wird er nicht abgeschoben. Und so bleiben die also alle hier. Und das hat inzwischen auch unser Bundestagspräsident Schäuble erkannt. Er hat kürzlich in einem Interview in der Welt am Sonntag gesagt, wir sollten uns klar machen, wie schwer es ist, im Einzelfall abzuschieben. Das wissen wir schon lange. Und er hat weiter gesagt, deswegen sollten wir auch nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass wir die Großzahl dieser Menschen zurückführen können. Also das ist eine echte Bankrotterklärung. Und Sie erinnern sich, Schäuble war ja auch mal Finanzminister. Können Sie sich daran erinnern, dass Schäuble jemals als Finanzminister gesagt hätte, wir sollten uns klar machen, wie schwer es ist, Steuern einzutreiben. Und deswegen sollten wir auch nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass der Staat Steuern einnimmt. Und dann sagt Schäuble, wir müssen jetzt alle Kraft aufbringen, um diese Personen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Also wenn er Zeitung lesen würde, und es ist eigentlich relativ egal, welche Zeitung, wüsste er, dass das praktisch nicht geht. Zum Beispiel schrieb die Bild-Zeitung kürzlich über einen 29-jährigen Ägypter, der wegen sexuellen Missbrauchs von 13 Frauen angeklagt war und der vor Gericht Folgendes gesagt hat, keiner sagte mir, dass das in Deutschland verboten ist. Die Bild-Zeitung berichtete über ein versuchtes Tötungsdelikt unter Syrern, also innerhalb einer syrischen Familie,
Und dort sagte der Tatverdächtige vor der Polizei aus, es ist Brauch in Syrien, dass nach einem Ehebruch beide getötet werden. Ein anderer Asylbewerber aus Syrien war angeklagt, weil er eine Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte, und der ließ seinen Anwalt vor Gericht Folgendes vortragen. Der Angeklagte kennt es aus seiner Kultur, dass Konflikte mit dem Messer ausgetragen werden. Wird man beleidigt, darf man zustechen und in schweren Fällen darf man die Person töten. Und weiter, der Angeklagte führt aus, dass sein Verhalten nach den religiösen Anforderungen nicht zu beanstanden ist. Also, die Zuwanderer bringen ihr eigenes Rechts- und Wertesystem mit sich. Das staatliche Recht interessiert sie nicht, weil das nach ihren Vorstellungen eben nachrangig ist und für sie nur das religiöse Recht gültig ist, das eben überall gilt. Und diese Haltung finden Sie nicht nur bei denen, die gerade hergekommen sind, sondern auch bei denen, die schon länger hier sind und sogar bei denen, die hier geboren sind. Eine Umfrage unter Türken der dritten Generation, also die sind hier geboren, ergab, dass für mehr als 50% die Befolgung der religiösen Gebote des Islam wichtiger ist als die Befolgung der staatlichen Gesetze. Also das sind nur einige von zahlreichen Beispielen. Und vor diesem Hintergrund fordert die SPD und fordert in ihrem Programm, wir befürworten den Familiennachzug für alle, weil sich Familiennachzug positiv auf den Integrationswillen und Erfolg auswirken. Wie sich das auswirkt, hat die Zeit kürzlich unter der Überschrift deutlich mehr Verfahren gegen Familienclans gezeigt. Da wurde berichtet über türkische und arabische Familienclans, die hochkriminelle Strukturen aufgebaut haben und damit den Nachweis erbracht haben, dass sie sehr gut ins kriminelle Milieu integriert sind. Die Zuwanderer, die zu uns kommen, sind in der Regel ohne Schul- und Berufsausbildung. Viele sind Analphabeten, das heißt, sie sind nicht in der Lage, sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen. Das heißt, sie müssen auf Dauer vom Staat unterhalten werden, von unserem Sozialstaat. Der ist aber aufgebaut nach dem Prinzip der Versicherung. Das heißt, der Personenkreis der Anspruchsberechtigten ist identisch mit dem Personenkreis derer, die einzahlen, also die Beitrags- und Steuerzahler. Und ein solches System verträgt natürlich nicht eine größere Anzahl von Anspruchsberechtigten, die aber nie irgendetwas eingezahlt haben oder beigetragen haben. Aber jeder, der illegal hier einreist, hat eben einen Anspruch auf Vollversorgung. 90% der Libanesen erhalten Hartz IV. Der Wirtschaftswissenschaftler Sinn hat ausgerechnet, dass jeder einzelne Migrant im Laufe seines Lebens 450.000 Euro kostet. Aber es gibt ja nicht nur die Einzelnen, sondern auch die Familien, wie zum Beispiel den Syrer mit 4 Frauen und 23 Kindern, der vom Staat jeden Monat 30.000 Euro erhält. Und dazu kommt noch der Betrugstourismus. Viele sind ja mit mehreren Identitäten unterwegs. Der Attentäter Amri hatte 14 Identitäten, hat natürlich auch 14 Mal kassiert. Oder das Erschleichen des Status eines unbegleitenden minderjährigen Ausländers, der im Bundesdurchschnitt 5.000 Euro pro Monat kostet. In Frankfurt sind es über 10.000 Euro, jeder Einzelne. Und dann kommt natürlich noch dazu das Kindergeld, das auch für Kinder, für im Ausland lebende Kinder oder für Kinder, die gar nicht existieren, gezahlt wird. Der Durchschnittsrentner in Deutschland erhält eine Rente von knapp 1.400 Euro. Dafür muss er 45 Jahre gearbeitet haben und mindestens 67 Jahre alt sein. Jeder, der illegal hier einreist, bekommt etwa das Gleiche, ohne dass er jemals eingezahlt hat und ohne dass jemals zu erwarten ist, dass er einzahlen wird. Es ist von Erik Markert ja schon angesprochen, der Niedergang unseres Bildungssystems. Deutschland hatte ja früher ein hervorragendes Bildungssystem, das jeden nach seinen Fähigkeiten optimal förderte. Und wir beobachten aber seit Jahrzehnten den Niedergang dieses Bildungssystems,
Die Leistungsanforderungen werden immer mehr reduziert und die Schüler werden nicht mehr dem Leistungsdruck ausgesetzt. Die SPD fordert in ihrem aktuellen Programm sogar, den Leistungsgedanken in der Schule komplett abzuschaffen. Die SPD will, so formuliert sie es, in der Schule auf Zwangsabstiege und Sitzenbleiben ganz verzichten, denn, so die Begründung, das frustriert die Kinder. Ziel der Bildung kann es aber nicht sein, Kindern die Frustration zu ersparen, sondern wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, wo jeder eine bestimmte Leistung erbringen muss und die Schule muss selbstverständlich die Menschen darauf, auf das Leben in dieser Leistungsgesellschaft vorbereiten. Und dazu gehört eben auch, dass der eine oder andere an einer bestimmten Anforderung scheitert. Das war früher übrigens nie ein Problem, dass jemand mal in der Schule sitzen geblieben ist. Im Gegenteil, es gibt viele, die durch dieses Sitzenbleiben eben motiviert wurden, besondere Leistungen dann zu erbringen. Zum Beispiel Otto von Bismarck, Winston Churchill, Hermann Hesse, Thomas Mann oder Albert Einstein. Alle die sind in ihrer Schulzeit sitzen geblieben. Die SPD will aber nicht nur das Leistungsprinzip in der Schule abschaffen, sie behauptet auch, wir garantieren Chancengleichheit. Das ist natürlich Unsinn. Chancengleichheit gibt es beim Lotto, da kann wirklich jeder Analphabet gewinnen. Aber im Bildungssystem gibt es das eben nicht, weil die Natur die Begabungen eben unterschiedlich verteilt hat. Aber das will die SPD natürlich nicht akzeptieren. Es ist auch nichts Negatives, so wie die SPD das darstellt, dass jemand auf das Abitur verzichtet und vielleicht ein Handwerk lernt. Denn unsere Gesellschaft braucht ja nicht nur Akademiker, sondern sie braucht eben auch Fachkräfte und Handwerker, die gerade in unserer Wirtschaft besonders gefragt sind. Und dafür brauchen wir ein gegliedertes Schulsystem, das eben jeden nach seiner Begabung optimal fördert und auf die jeweilige Berufsausbildung vorbereitet. Aber das Bildungsziel der SPD lautet, lieber alle gleich schlecht als unterschiedlich gut. Und man sollte daher nicht wie die SPD von einem Abstieg sprechen, wenn jemand das Schulsystem wechseln muss, sondern vermitteln, dass Handwerker und Facharbeiter genauso wichtig sind wie Akademiker und allemal wichtiger als Politologen, Soziologen oder sogenannte Genderforscherinnen. Das wird ja mittlerweile an unseren Universitäten unterrichtet, Genderforschen und auch die Sprachforschung des Genderns. Das gibt es seit ungefähr 30 Jahren, erfunden von der Sprachforscherin Senta Trömel-Plötz. Gut, mit dem Namen kann man wahrscheinlich nichts anderes machen. Und es gibt mittlerweile in vielen Bundesländern sogar Gesetze zur Förderung der Gleichstellung der Frau in der Rechts- und Verwaltungssprache. Und Sie haben sicher beobachtet, dass fast alle Politiker, also ich nicht, aber die meisten anderen, davon Gebrauch machen. Die reden also permanent von Bürgerinnen und Bürgern, Schülerinnen und Schülern, Wählerinnen und Wählern, Frankfurterinnen und Frankfurtern. Also ich höre das jeden Tag. Und da sind auch Aktionen im Gange, Aktionen Umbenennung, wo für viel Geld zum Beispiel ein Studentenwerk in ein Studierendenwerk umbenannt wird, nur um diesem Anspruch gerecht zu werden. Nur wenn man diesen Unsinn mitmachen will, dann sollte man es auch wirklich konsequent machen. Und das vermisse ich eigentlich. Es gibt immer noch in allen Städten Bürgersteige. Es gibt Fußgängerzonen, es gibt die Bäckerinnung, die Landesärztekammer und es gibt auch immer noch den Führerschein. Also das ist politisch doppelt unkorrekt. Und dann gibt es ein Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, also nicht etwa Verbraucherinnenschutz. Es gibt ein Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Gesundheit, also da sind auch die Seniorinnen nicht dabei. Und das Bundeskanzleramt heißt immer noch Bundeskanzleramt und nicht etwa Bundeskanzlerinnenamt.
Und dann werden auch Gesetzestexte, die ja ohnehin schon schwer genug zu lesen sind, die werden auch noch gegendert. Zum Beispiel § 26 Straßenverkehrsordnung. Da hieß es früher, Fußgänger müssen den Fußgängerweg benutzen. Heute heißt es, wer zu Fuß geht, muss die Gehwege benutzen. Überschrieben ist das Ganze mit Fußgängerüberwege. Also da fehlen dann wieder die Fußgängerinnen. Und dann gibt es ein Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, da heißt es in § 1 wörtlich, dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Also da fragt man sich, wo bleiben die Mitbewerberinnen und die Marktteilnehmerinnen? In Österreich wurde die Nationalhymne, da hieß es früher Heimat bist du großer Söhne, das wurde inzwischen auch gegendert, singen kann man das nicht mehr. Die deutsche Nationalhymne, da kommt ja das Wort Vaterland drin vor. Ich nehme an, die Grünen haben bisher alleine deswegen noch keinen Antrag gestellt, weil sie den Text nicht kennen. Beim DFB gibt es eine Frauennationalmannschaft, heißt so. Und es gibt eine Weltmeisterschaft der Frauen, aber keine Weltmeisterinnenschaft. Und die Mannschaft, die gewinnt, wird dann in der Siegerehrung geehrt, aber nicht in der Siegerinnenehrung, wie es eigentlich korrekt heißen müsste. Der BVB hat eine Kampagne, kein Bier für Rassisten, also Rassistinnen kriegen welches. Es gibt die anonymen Alkoholiker und auf den Zigarettenpackungen steht, Raucher sterben früher. Also die Raucherinnen können sich freuen, die sterben nicht früher. Und es werden, und vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, negativ konnotierte Begriffe werden prinzipiell nicht gegendert, auch in der offiziellen Amtssprache nicht. Es wird also immer gewarnt vor Taschendieben und Hütchenspielern, aber nicht vor Taschendiebinnen. Also in Frankfurt steht in jeder Straßenbahn, Schwarzfahrer zahlen 60 Euro. Also Schwarzfahrerinnen zahlen demnach nichts. Ladendiebe werden angezeigt. Die Stadt ergreift Maßnahmen gegen Graffiti-Sprayer. Terroristen und Islamisten bereisen das Land. Geldfälscher und Einbrecher werden selten gefasst. Und kürzlich las ich in der neuen Presse folgende Schlagzeile. Rentner vereitelt Enkeltrick, 13-Jährige gefasst, also eine Enkelin. Das Gendern funktioniert vor allem an der Elitenschmiede, an der Humboldt-Universität in Berlin besonders gut. Dort gibt es ein Projekt, das nennt sich »Männlich dominantes Redeverhalten erkennen und verhindern«. Und die praktische Umsetzung gab es im Studentenparlament. Da wurde eine Quotierung für die Rednerliste beschlossen. Das heißt, es dürfen immer nur Männer und Frauen abwechselnd reden. Und wenn keine Frau mehr auf der Rednerliste steht, dürfen die Männer auch nicht mehr reden. Aber die konkrete Regelung, wenn man sich die anschaut, die lässt dann durchaus Lücken offen für eine Interpretation. Da heißt es nämlich folgendermaßen, stehen auf der Redeliste nur 3 sich männlich identifizierende Personen und es meldet keine sich weiblich identifizierende Person mehr zu Wort, wird die Redeliste geschlossen und die Debatte nach diesen 3 Personen beendet. Also wenn ich mich dann jetzt als Frau identifizieren würde, dann könnte ich jetzt wieder die Debatte eröffnen. Also ist es dann relativ einfach, diese Regelung dann doch zu umgehen. Ich habe früher mal unsere Sozialdezernentin in Frankfurt, die hat immer im Zusammenhang mit Schlepperbanden, hat sie immer von Hintermännern gesprochen. Und ich habe sie gefragt, kennen Sie denn die Hintermänner alle persönlich? Oder sind Sie sicher, dass da keine Hinterfrauen dabei sind? Und dann sagte sie, ja, sie musste mir recht geben. Und seitdem wird in allen Magistratsberichten ist immer von Hintermännern und Hinterfrauen die Rede.
Aber Frankfurt ist da sehr fortschrittlich. Normalerweise kennen Sie das ja an Ampeln, an Verkehrsampeln, an Fußgängerampeln, ist ein männliches Piktogramm, ein männliches Symbol. Es gibt einige Städte, die haben jetzt auch Ampelfrauen. Wir in Frankfurt haben nicht nur das, sondern wir haben schwule Ampelpärchen. Also, das ist kein Witz. Das gab es ursprünglich zuerst in Wien, dort habe ich das gelesen und habe dann bei unserem Magistrat die Anfrage gestellt, warum gibt es das nicht in Frankfurt? Und unser damaliger schwuler Verkehrsdezernent fand die Idee gut und hat es dann auch sofort umgesetzt. Allerdings nur beim Christopher Street Day. Mittlerweile gibt es das als Dauereinrichtung. Also das sind schwule Ampelpärchen, sowohl männliche wie weibliche. Jetzt müsste man natürlich, und das ist die nächste Anregung, es gibt ja noch andere Minderheiten, die sich auf den Ampeln nicht hinreichend gewürdigt finden. Also zum Beispiel, was ist mit Intersexuellen oder Transsexuellen? Was ist mit Bürgern mit Migrationshintergrund? Und was ist mit religiösen Minderheiten? Wie soll sich zum Beispiel ein muslimischer Mitbürger mit 4 Frauen bei diesem Ampelsymbol verhalten? Wo soll er die Straße überqueren? Also das sind alles Fragen, mit denen wir uns dann im Rathaus beschäftigen können. Ich könnte noch weitere Beispiele, also wir haben früher, war es ja so, Frankfurt ist fortschrittlich, wir bauen die Schulen nach dem Passivhausstandard. Und dann hat man festgestellt, dass, weil man die Fenster ja nicht mehr aufmachen kann, der Kohlendioxidgehalt im Laufe der Zeit ansteigt. Das ist ja logisch, jeder Mensch atmet Kohlendioxid ab und irgendwann erreicht es ein Level, wo das dann als unangenehm empfunden wird. Und dann hat man eine Kommission im Gesundheitsamt gebildet, die hat dann eine Lüftungsanleitung erarbeitet unter der Überschrift Frische Luft für frisches Denken. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, die liegt ja schon lange zurück, aber da war es einfach so, dass in der Pause hat der Lehrer das Fenster aufgemacht und hinterher wieder zugemacht. Da hatten wir keine Anleitung und nichts. Und eine letzte... Und vielleicht eine letzte Geschichte aus dem Frankfurter Irrenhaus, hätte ich jetzt fast gesagt, aus dem Frankfurter Rathaus. Ich bin ja immer in der Opposition dort gewesen und habe natürlich immer das Erlebnis gehabt, was auch im Bundestag, alle Anträge werden abgelehnt. Ich war aber einmal erfolgreich mit dem Jägermeister-Express. Früher gab es auf den Straßen, Frankfurter Straßenbahn, wurde mit dem Jägermeister Reklame gemacht. Die fuhren jahrzehntelang mit dieser Jägermeister-Reklame. Ich fand es unpassend, weil die Schüler immer mit diesen Straßenbahnen fahren und Jägermeister ist ja mittlerweile an ihn gedrängt, wird zum Komasaufen bei den Schülern. Also ich fand es unpassend und dachte, es sei gut, wenn wenigstens nicht auf der Straßenbahn dafür Werbung gemacht würde. Dieser Antrag wäre normalerweise abgelehnt worden, ist aber deswegen nicht abgelehnt worden, weil ich dann die Historie dieses Getränkes vorgetragen habe. Das Getränk Jägermeister stammt aus dem Jahr 1934 und der damals dieses Getränk erfunden hat, hatte nach einem Namen gesucht und dann fiel ihm ein, Hermann Göring ist Reichsjägermeister und er wollte dieses Getränk deswegen Jägermeister nennen, hat dann bei Göring auch nachgefragt, ob er die Genehmigung bekommt, die hat er erhalten. Und so kam dieses Getränk zu diesem Namen. Und als ich diese Geschichte im Ausschuss erzählt habe, war ein Sturm der Entrüstung. Und man war sich natürlich einig, dass in gar keinem Fall ein Nazi-Getränk mit einem Nazi-Getränk auf Frankfurter Straßenbahn Werbung gemacht dürfte. Und der Antrag wurde damit einstimmig angenommen. Das war also mein größter Erfolg im Frankfurter Römer. Ja, zurück zur großen Politik. Für unsere Kanzlerin ist die derzeitige Entwicklung unseres Landes alternativlos, denn, so sagt sie,
sie wüsste nicht, was sie hätte anders machen sollen. Liebe Freunde, ich wüsste es schon und Sie wissen es wahrscheinlich auch. Wir, die Bürger dieses Landes, wollen es nicht länger hinnehmen, dass die Bundeskanzlerin die Grundlagen unserer Demokratie zerstört, dass sie unsere Grundwerte, die über Jahrhunderte entstanden sind, von heute auf morgen vernichtet und dass sie einen völlig neuen Staat errichten will. Ein Staat, den wir uns leicht vorstellen können, wenn wir uns an das Zitat des Bundestagspräsidenten erinnern, das er vor einigen Monaten gemacht hat. Er sagte, der Rest der Bevölkerung muss akzeptieren, dass es in Deutschland einen wachsenden Anteil von Muslimen gibt. Ich bin der Meinung, das müssen wir nicht akzeptieren. Wir müssen es nicht akzeptieren, ständig mit anderen Regeln konfrontiert zu werden, die unserer Rechtsordnung widersprechen. Und wir müssen es nicht akzeptieren, dass wir unsere Rechtsordnung diesen Regeln unterordnen. Wer nach islamischen Regeln leben will, kann das tun, soll es aber dort tun, in islamischen Ländern, aber nicht bei uns. Und wir müssen es nicht akzeptieren, dass Kriminelle nicht abgeschoben werden, sondern in den Genuss besonderer Privilegien kommen, was dazu führt, dass Deutschland nicht nur Exportweltmeister, sondern inzwischen auch Importweltmeister ist, Import fremder Kulturen, von Terror und Kriminalität. Die Grünpolitikerin Göring-Eckardt sagte vor etwa 3 Jahren, unser Land wird sich verändern, und zwar drastisch, und ich freue mich darauf. Sie hat recht behalten, unser Land hat sich verändert, aber wir treten an, diese Veränderung wieder rückgängig zu machen. Wir, die AfD Hessen, treten an für den Erhalt der Identität unseres Landes, für Rechtsstaatlichkeit und Ordnung, für Wiederherstellung der Sicherheit, für Anwendung geltender Gesetze für alle, ohne Ausnahme und ohne Kulturbonus. Wir stehen für ein friedliches Zusammenleben auf sicherer Grundlage und nicht für ein Land, in dem das Zusammenleben täglich neu ausgehandelt werden muss, wie auf einem orientalischen Basar. Dafür treten wir an in Hessen, für ein Land, in dem man wirklich gut und gerne leben kann, für ein Land ohne Merkel und Bouffier. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Rede, Herr Dr. Dr. Rahn. Der nächste Redner, der jetzt gleich sprechen wird, stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Er studierte VWL an der Humboldt-Uni zu Berlin und schloss das Studium mit dem Master of Science ab. Er hat eine Karriere im Rundfunk hinter sich und als Radiomoderator unter anderem beim Norddeutschen Rundfunk, beim Hitradio FFA, das kennen wir als Hessen ganz besonders, und bei Antenne MV. Er ist einer der beiden Landessprecher in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2017 Abgeordneter sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Bitte begrüßen Sie mit mir zusammen Herrn Leif-Erik Holm. Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, an Ihrer Seite wieder Wahlkampf machen zu können. Es ist ja das letzte Mal ein Jahr her. Da war ich auch zu ein paar Terminen hier in Hessen unterwegs. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und so ein bisschen leidet man als Politiker ja auch unter Wahlkampfentzug. Ein Jahr ist es her. Ich würde ehrlich gesagt am liebsten sogar wieder Bundestagswahlkampf machen. Es wäre eigentlich an der Zeit. Die AfD bei 18,5%.
die Union noch bei mageren 26 in der letzten Umfrage. Es läuft wie ein Länderspiel und diese Zeit müssen wir nutzen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal drauf, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass Hessen am 28. Oktober der letzte graue Fleck auf der Landkarte Deutschlands sein wird, der dann in ein fröhliches AfD-Blau getunkt werden wird. Das habt ihr Hessen wirklich verdient, denn ich habe mit Herrn Rahn vorhin auch kurz gesprochen. Eigentlich waren die Hessen ja die Ersten, die für die AfD im Landtag angetreten sind, damals zusammen mit der Bundestagswahl 2013. Da hat es knapp nicht gereicht, obwohl die Zahlen auch ganz gut waren mit 4,1. Ne? Also es war für damalige Verhältnisse schon ganz gut. Aber jetzt ist Hessen auch endlich dran am 28. Oktober und dann ist die Landkarte komplett blau und da freuen wir uns gemeinsam drauf. Ich habe mir die Frage gestellt, worüber kannst du denn heute reden? Wir haben so einen großen Reigen an Rednern hier heute aufgeboten, 5 mittlerweile an der Zahl. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann ich heute mal so ein bisschen was als Ossi sagen. Es passt ja auch ganz gut. Wir haben morgen zum 28. Mal unser Jubiläum der Wiedervereinigung. Ein wichtiges Datum in der Geschichte unseres Landes. Emotional natürlich noch wichtiger, vor 29 Jahren die Maueröffnung. Und ich bin selber ja Ossi und habe das damals bewusst miterlebt in meinen 19 Jahren. Und demzufolge kann ich vielleicht dem einen oder anderen auch mal etwas mit auf den Weg geben, wie wir Ossis die Lage so einschätzen. Insofern muss ich auch sagen, war ich vorhin etwas irritiert, als Kollege Markert hier davon sprach, dass wir die zweitstärkste Partei wären, denn ich komme ja aus einer Gegend, wo wir stärkste Partei sind als AfD. Und das hat auch seinen Grund. Und das liegt nicht daran, dass wir im Osten alle Protestwähler wären und abgehängt wären. Das sind so die Dinge, die Sie immer hören. Das ist aber nicht der wirkliche Grund dafür, dass wir im Osten einfach stärker aufgestellt sind mit der AfD. Es liegt an etwas viel tiefergehenderem. Und das ist begründet in der Wendezeit von 1989. Wir sind damals auf die Straße gegangen gegen die SED-Willkürherrschaft. Und wir als Ossis wollen uns die Freiheit nie wieder nehmen lassen. Darum gehen wir auf die Straße. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn all die Dinge, mit denen wir unzufrieden sind, das ist wirklich nur ein Teil der Medaille. Wir haben erlebt als Ossis, und ich sehe es selber so, dass wir 89, nachdem wir uns die Freiheit erkämpft haben, als am 9.11. die Mauer offen war, als das SED-Regime gescheitert war und wir plötzlich all das sagen konnten, was uns bewegte, da hat sich für uns eine neue Welt aufgetan, die Welt der Freiheit. Und die wir das bewusst in jungen Jahren damals miterlebt haben, das ist für uns etwas, was wir mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und wir sind nicht bereit, das jemals wieder abzugeben. Wir erleben aber in dieser Bundesrepublik, dass der Meinungskorridor immer weiter eingeengt wird. Das hat sich wie Patina über unser Land gelegt. Und kaum traut sich noch jemand, offen die Meinung zu sagen, weil wenn er abweicht von der vorherrschenden und vorgegebenen Meinung, dann droht man ihm praktisch durch die Politik und auch durch Teile der Medien, ihn mit der Nazi-Keule zu erschlagen. Und das sind Zustände, die wollen wir nicht in unserem Land, hier in Deutschland, in einem demokratischen Staat. Und man könnte auch sagen, vom Ossi lernen heißt siegen lernen. Und das ist ja auch so. Es passiert ja. Wir im Ossi haben lange gedacht, Mensch, im Westen, die Leute sitzen alle im Schlafwagen. Da habe ich immer gesagt, Mensch, Leute, das kann man noch verstehen. Der Wohlstand ist im Westen noch sehr, sehr stark, sehr, sehr groß. Die Leute kümmern sich um ihr Familienleben, um ihr Arbeitsleben und befassen sich gar nicht so sehr mit der Politik. Jetzt erleben sie aber auch im Westen, wie sich die Dinge ändern, wie dramatisch sich unsere Stadtbilder ändern und wachen langsam auf. Und deswegen sehen wir, dass auch die Zahlen von der AfD auch im Westen deutlich steigen. Hier in Hessen stehen wir ja auch schon bei 14% in den aktuellen Umfragen. Also es geht auch im Westen vorwärts, wenn auch ein bisschen langsamer. Es ist einfach so, aber ich denke, wenn wir es verstehen, dass wir im Osten dort ein viel, viel sensibleres Gespür haben für die Dinge, die falsch laufen, nicht nur in den Sachfragen der Politik, Migration und so weiter, kennen wir ja alles,
aber auch in diesem Gespür dafür, was falsch läuft in Sachen Demokratie und Freiheit. Wenn wir das noch mehr vermitteln können im Westen, Leute, passt auf, was hier passiert. Wir wollen niemals eine DDR 2.0 werden. Dann wird es uns gelingen, auch den Westen langsam und stärker aufzurütteln, damit wir die Politik endlich gemeinsam ändern können in diesem Land. Denn diese Merkel-Politik, die brauchen wir ganz gewiss nicht mehr. Ich glaube, wir tun das auch schon sehr, sehr gut im Bundestag. Gottfried Curio ist ja mit dabei, unsere beiden hessischen Abgeordneten auch. Das ist schon etwas, was viele Menschen wach macht. Das sieht man an unseren steigenden Umfragezahlen, wo wir eben jetzt bei 18,5% stehen. Phoenix hat so hohe Einschaltquoten wie noch nie. Die Menschen verfolgen wieder die Bundestagsdebatten. Und das ist gut so. Das ist gut für unsere Demokratie. Es kommen manchmal Mitarbeiter aus dem Bundestag auch auf uns zu und sagen, Mensch, ja, schön, dass ihr da seid. Ich teile ja nicht alle Positionen, aber endlich wird hier wieder diskutiert im Haus. Endlich werden hier wieder kontroverse Themen durchgenommen und der Bürger kann sich zu Hause ein Bild davon machen, welcher Argumentation er sich eher anschließen möchte. Und das ist doch eigentlich das Wesen der Demokratie. Wir wollen unsere Meinungen austauschen und im Austausch dafür sorgen, dass sich die beste Meinung am Ende durchsetzt. Und insofern ist die Alternative für Deutschland schon jetzt ein Riesengewinn für die Demokratie in Deutschland. Und wir haben viele Themen schon jetzt angesprochen im Bundestag, die vorher kein Mensch angesprochen hat. Das fängt mit den Euro-Themen an. Die ganze Euro-Rettung, die auf Sand gebaut ist, die nicht funktioniert, das alles sprechen wir immer wieder an. Jetzt ging es beispielsweise in dieser Woche um die Tagesalden, eine technische Sache, das sind Forderungen der Bundesbank an das Euro-Zentralbankensystem. Und die sind mittlerweile, diese Forderungen, fast 1 Billion Euro angewachsen. Und das wird uns eines Tages auf die Füße fallen können. Niemand anderes befasst sich mit den Dingen. Auch im Bundestag wird das von den anderen alles abgewunken. Aber es handelt sich hier um Risiken, die unsere Kinder und Enkelkinder noch möglicherweise werden tragen müssen. Und darum muss das angesprochen werden. Wir tun das als AfD. Genauso wie bei anderen wichtigen Themen, natürlich bei der Migration. Wir haben schon gesagt, wir wollen den Familiennachzug stoppen. Wir wollen Gefährder natürlich abschieben. Und wir wollen endlich, dass wir einen Grenzschutz bekommen, der seinen Namen verdient. Das ist die Politik der AfD. Wir sprechen es deutlich an für Sie in Berlin. Und jetzt komme ich mal wieder zu den Ossis, die ja so querulatorisch sind und einfach auf die Straße gehen, in Chemnitz zum Beispiel. Das war das letzte große Beispiel nach der schrecklichen Bluttat, die dort passiert ist. Ein junger Familienvater wurde erstochen, 2 weitere wurden schwer verletzt. Begangen wurde die Tat offensichtlich von einem Migranten, der auch damals, 2015, illegal in unser nicht geschütztes Land spaziert ist. Und dafür trägt nun mal diese Bundesregierung oder Angela Merkel die Verantwortung, und das müssen wir auch klar benennen. Und die Bürger erwarten, dass das klar benannt wird. Und wir tun das in Berlin. Und wir freuen uns auch über jede friedliche Demonstration, die den Unmut der Bürger auf die Straße trägt. Denn das ist natürlich wichtig, dass die Bürger auch deutlich ihren Unmut zeigen. Denn nur dann kann sich wirklich etwas ändern. Insofern war es gut, dass die Bürger in Chemnitz auf die Straße gegangen sind. Und da ist es nicht gut, wenn die Bundesregierung diesen Protest über einen Kamm schert und quasi de facto alle Chemnitzer, die auf die Straße gegangen sind, zu Rechtsextremisten denunziert. Und das ist ein absolut falscher Weg. Und da müssen wir sagen, Frau Merkel, Sie haben sich zu entschuldigen bei den Bürgern in Chemnitz. Es muss soweit, ganz genau. Und es ist ja offensichtlich, dass die Bundesregierung hier nicht besonnen gehandelt hat, sondern sogar noch Öl ins Feuer gegossen hat. Sie haben von Hetzjagden berichtet, der Regierungssprecher und nachfolgend auch die Kanzlerin. Sie haben von Hetzjagden in Chemnitz gesprochen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat gesagt, hat es nicht gegeben. Die Polizei hat gesagt, hat es nicht gegeben. Die regionale Presse hat gesagt, hat es nicht gegeben. Ich habe die Anfrage gestellt an die Bundesregierung. Frau Merkel, woher nehmen Sie eigentlich Ihre Argumentation? Wo waren Sie denn die Hetzjagden? Sie müssen ja irgendeine Quelle haben. Die Antwort kam, Sie müssen ja die Anfragen der Bundestagsabgeordneten beantworten. Die Antwort kam und siehe da, Sie beriefen sich auf zahlreiche Schilderungen in sozialen Netzwerken. Was für eine gute Quelle, nicht?
und auf ein Video. Das Video. Das bekannte Video von Antifa Zeckenbiss. Auch sicherlich eine seriöse Quelle. Ironie off. Und Sie kennen alle die Szene. Dort hat man eine kurze Verfolgung über, ich glaube, 7 Meter hat man nachgerechnet, gesehen, tatsächlich. Das war, würde ich als vielleicht Rüpelei werten, als Übergriff möglicherweise. Aber das war mitnichten eine Hetzjagd. Und das waren alle Quellen, auf die sich diese Kanzlerin berufen hat. Sie hat also dafür gesorgt, dass die Medien, die das zum großen Teil kritiklos übernommen haben, dafür gesorgt haben, dass hier ein Sturm aufgeblasen wurde gegen die Chemnitzer Bürger, die demonstriert haben, gegen alle Sachsen, gegen alle Ossis quasi schon. Und das ist eine unverantwortliche Politik. Ich kann doch wohl von einer Bundeskanzlerin erwarten, dass sie nicht Öl ins Feuer gießt und wieder besseres Wissen auch noch, sondern ich muss erwarten, dass sie besonnen handelt und sagt, jawohl, die Leute haben natürlich alles Recht der Welt zu demonstrieren, wenn es eine solche Bluttat gegeben hat. Natürlich gab es hier und da Übergriffe, das ist so gewesen. Es gab ja Anzeigen bei der Polizei, das ist wohl so also der Fall. Aber man darf nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und behaupten, dass Dinge passiert sind, die nie passiert sind. Das ist einer Bundeskanzlerin unwürdig. Die Alternative distanziert sich natürlich von jeder Gewalt, auch auf Demonstrationen in Chemnitz. Das ist doch völlig klar. Ich habe das diese Woche im Bundestag auch nochmal ganz klar gesagt, wie es viele Redner von uns klar gesagt haben. Das ist doch völlig logisch. Übrigens hat Bundestagspräsident Schäuble, wie ich finde, eine sehr ausgewogene Rede vor kurzem nach den Ereignissen von Chemnitz gehalten und hat darin auch klar gesagt, dass wir uns selbstverständlich gegen jeden Extremismus, gegen jede Gewalt von jedem Extremismus distanzieren müssen und bekämpfen müssen. Da haben wir geklatscht, weil das inhaltlich eine absolut richtige Aussage sind. Wir sind gegen jeden Extremismus, wir sind gegen jede Gewalt. Wer nicht geklatscht hat, das waren die Linken, das waren die Grünen, das war die SPD. So viel zum Demokratieverständnis und zur Rechtsstaatstreue dieser Parteien im Deutschen Bundestag. Das muss man mal deutlich markieren. Es kann doch wohl nicht sein, dass die sich ihren Extremismus aussuchen, den sie bekämpfen wollen, sondern demokratische Parteien haben gefälligst gegen jeden Extremismus aufzustehen. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den Medien, die auch versagt haben in Chemnitz. Nicht alle, aber leider zu viele. Ich habe schon von der Regionalpresse gesprochen. Die Freie Presse hat gesagt, nee, bei diesem Vokabular Hetzjagd machen wir nicht mit. Die haben wir nicht gesehen und deswegen sprechen wir auch nicht von Hetzjagden. Das ist ein gutes Beispiel. Man darf auch nicht die Medien über einen Kamm scheren. Aber viel zu viele haben leider in Chemnitz das nachgeplappert, was vor Ort von linken Quellen behauptet wurde, was von anderen Presseorganen behauptet wurde, die ganz weit weg in Berlin saßen. Das hat sich dann immer weiter fortgepflanzt und es war einfach plötzlich eine Tatsache, was eigentlich gar keine Tatsache war. Und da muss ich ehrlich sagen, warum fragt die Presse nicht kritisch nach? Das ist doch eigentlich ihre Aufgabe. Wie kann so etwas überhaupt passieren? Ich nehme noch ein Beispiel, Rainer Rahn hat es auch schon angesprochen. Das Konzert der Bands gegen rechts in Chemnitz mit 65.000 Besuchern, zu dem auch der Bundespräsident Steinmeier eingeladen hatte. Bei denen Bands gespielt haben, und das war ja im Vorfeld klar, wie Feine Sahne Fischfilet, die da singen, Deutschland verrecke, das wäre so wunderbar, oder ich trete in den Bauch der Frau und fresse ihre Nachgeburt von Kids und diese, all diese schlimmen Texte, die dort bekannt waren im Vorfeld. Der Bundespräsident hat trotz des Protests, der vereinzelt kam, hat er trotzdem zu diesem Konzert eingeladen. Und da sehen wir die Doppelstandards und wir sehen auch, wie die Medien einseitig agieren. Das muss man hier mal klar benennen. Wie kann es sein, dass dort kein Sturm der Entrüstung losbricht, dass der Steinmeier mit Fragen gelöchert wird von der Presse? Wie können Sie so ein Konzert empfehlen mit solchen linksextremen Bands? Das kann doch ein Bundespräsident, der Staatsoberhaupt unseres Landes, nicht verantworten. Warum kommt die Frage von den Medien nicht? Diese Frage müssen wir noch mal stellen.
Das ist wirklich eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich bin selber Journalist und man muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen. Aber ich sag mal, wenn ein Staatsoberhaupt sich so ein Fauxpas leistet, dann muss es doch zwangsläufig Sondersendungen im deutschen Fernsehen geben, um das mal zu erklären und ihn zu fragen, wie konnte das sein, dass Sie zu diesem Konzert einladen? Aber es interessiert in diesem Land keinen. Das sind die Doppelstandards, die es in der Politik gibt, wenn es um Links- und Rechtsextremismus geht. Das sind die Doppelstandards, wenn es um die AfD geht und wenn es auf der anderen Seite um den Bundespräsidenten geht, der sich wirklich alles leisten kann. Und da muss ich wirklich die Frage stellen, ob dieser Berufsstand sich denn langsam selber abschaffen will. Sie hören doch die Rufe nach Lügenpresse, die sind oftmals nicht richtig. Lückenpresse trifft es meistens besser. Aber wenn man so agiert, muss man sich über diese Begrifflichkeiten wirklich nicht wundern. Ich rufe den Journalistenkollegen auf, endlich wach zu werden und nach allen Seiten kritisch zu berichten. Und wenn wir uns das gesellschaftliche Klima anschauen in diesem Land, ich habe es eingangs schon angesprochen, dann haben wir wirklich so ein Déjà-vu-Erlebnis im Osten. Das ist dieser Spruch von DDR 2.0. Ganz so weit sind wir zum Glück noch nicht, es kommt niemand in den Knast für seine andere Meinung. Aber viele trauen sich trotzdem nicht. Und warum? Weil sie natürlich sozial geächtet werden, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Ich kenne das selber bei mir im Land, dass viele Bürger gerne an unseren Demonstrationen teilnehmen würden. Die aber sagen, nee, lass mal, wenn das mein Chef sieht, das wird schwierig. Ich selber habe meinen Job damals ja auch verloren beim Radio, als ich Kandidat wurde 2013. Und so geht es durchaus vielen Leuten, die sich aktiv für die AfD einsetzen. Und so geht es natürlich auch Leuten, die ihr einfaches Leben leben, aber sich eigentlich zur AfD bekennen wollen, sich aber nicht trauen. In der Wahlkabine machen sie ihr Kreuz vielleicht schon an der richtigen Stelle, aber sie trauen sich nicht nach außen zu bekennen, weil diese stickige Luft in diesem Land Deutschland, diese politische Korrektheit so dermaßen übergroß geworden ist, dass wir von echter Meinungsfreiheit hier leider nicht mehr reden können. Hier müssen wir dafür sorgen. Habe ich jetzt diese Woche bei meiner Rede im Bundestag auch einen Zwischenruf bekommen von Frau Brandner von den Grünen, die sagte, als ich genau diese Passage in etwa formuliert hatte, wieso, Sie sagen doch hier laut Ihre Meinung. Ja, ich kann es tun, ich bin abgesicherter Bundestagsabgeordneter, ich kann das große Wort schwingen, wie meine Kollegen das auch schwingen können. Aber der normale Bürger auf der Straße, der kann es eben nicht, der traut sich nicht, weil er gegebenenfalls seinen Job verliert oder weil ihm seine Scheiben beschmiert werden von irgendwelchen Antifa-Truppen. Und das darf nicht sein. Ich sehe das als eine wichtige Aufgabe dieser Alternative für Deutschland, neben all den anderen Politikfeldern. Wieder dafür zu sorgen, dass all die Fenster geöffnet werden in diesem Land, dass endlich wieder frischer Wind weht und jeder sich frei und frank traut, seine Meinung zu sagen. Es sind ja auch ganz billige Mittel, die Sie anwenden, um uns klein zu kriegen. Wir DDR-Bürger, wie gelernte DDR-Bürger, wir kennen das tatsächlich noch. Gestern gab es gerade eine Dokumentation über die Endzeit der DDR und das hat mich wirklich in vielem an heutiges Vokabular erinnert. Es waren nicht genau die gleichen Wörter, aber es passte eigentlich wie damals zu der Zeit heute. Damals waren diejenigen, die auf die Straße gegangen sind, noch unter der Fuchtel der SED-Herrscher, Konterrevolutionäre. Heute sind wir pauschal Fremdenfeinde, angeblich. Natürlich sind wir es nicht. Und damals wurde immer gesprochen, wenn man sich kritisch geäußert hat zu der Zeiten, ja, bist du denn nicht für den Weltfrieden? Heute heißt es, ja, bist du denn etwa nicht für Toleranz und Vielfalt? Doch, natürlich, ja, sind wir, ja auch, absolut. Wenn Sie das Video vorhin gesehen haben von unserem Hessischen Landesverband, einfach wunderbar, diese Vielfalt zu sehen, die Vielfalt an Kompetenz, an Menschen, die in unsere Partei gefunden haben. Jawohl, wir sind für Vielfalt, natürlich. Natürlich sind wir für Vielfalt, für Toleranz und für Weltfrieden sowieso. Aber Sie merken, man versucht mit den gleichen, nicht mit gleichen Begriffen, aber mit ähnlichen Begriffen, uns niederzuhalten. Und das ist eine Politik,
die in die falsche Richtung geht, die nämlich in Richtung Totalitarismus geht. Und das wollen wir einfach nicht in diesem Land. Wir wollen Demokratie. Die AfD ist sogar die Partei, die für direkte Demokratie steht. Wir wollen, dass die Bürger direkt entscheiden können in diesem Land, wie die Schweizer es schon immer können. Insofern würde ich Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben, dass wir eben nicht nur die Partei sind, die sich gegen die unkontrollierte Massenzuwanderung in diesem Land stellt. Ja, das ist unser absolut drängendstes Thema aktuell. Hier haben wir ganz klare Positionen, die Sie alle kennen. Wir sind auch die Partei, die gegen die Vergemeinschaftung von Euro-Schulden ist. Wir sind aber eben auch die Partei der Freiheit. Das sollten wir unbedingt weitertragen in die Gesellschaft. Wir sind diejenigen, die sich für einen wirklich offenen Diskurs in diesem Land einsetzen. Deshalb bitte ich auch Sie um Ihre Stimme hier in Hessen am 28. Oktober bei unserer Landtagswahl. Herzlichen Dank. Ja, Herr Holm, vielen Dank für Ihre leidenschaftliche und authentische Rede. Der nächste Redner, immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche und der Name aufkommt, spricht man immer von einem Universalgenie, von einem Universaltalent. Und mit Blick auf die Vita mag das durchaus auch stimmen. Er ist studierter Physiker mit dem Fachgebiet der theoretischen Elementarteilchenphysik. Er hat auch ein abgeschlossenes Studium der Musik, genauer der Kirchenmusik, an der Hochschule der Künste in Berlin abgeschlossen. Er ist Mitglied der AfD seit 2014, seit 2016 Bezirksvorsitzender der AfD in Steglitz-Zehlendorf in Berlin und seit der Bundestagswahl, seit der Konstituierung unserer Fraktion dort, ist er innenpolitischer Sprecher unserer Bundestagsfraktion. Bitte begrüßen Sie mit mir gemeinsam Herrn Dr. Gottfried Curio. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an die Gastgeber für die Einladung heute hier ins schöne Hessen. Es ist eine Freude für mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter von der AfD, liebe Freunde, wir stehen in einer historischen Auseinandersetzung über den Fortbestand oder Untergang des deutschen Nationalstaats. Unser Deutschland, sein Staatsgebiet, sein Recht, seine Bürger, seine Kultur, seine Selbstbestimmung existiert nur als deutscher Nationalstaat oder es existiert nicht. Die Zeit läuft ab in diesem Kampf der Deutschlandbewahrer und der Deutschlandgegner, der AfD, gegen die versammelten Merkel-Parteien. Meine Damen und Herren, es ist 10 nach 12. Es geht um die Bewahrung Deutschlands als souveräne politische Einheit. Die Regierungspolitik der letzten Jahre war nämlich eine einzige Kampfansage an das eigene Volk und Land, die Abtretung staatlicher Souveränität, der Grenzhoheit, der Geldpolitik, der rechtlichen Autonomie, die unbeschränkte Öffnung des Landes für Wirtschaftsmigranten aller Völker samt Terrorimport. All dies wurde am Bürger vorbei entschieden, vieles im Wege des Rechtsbruchs. Die AfD allein vermag als einzige wirkliche Oppositionspartei diese bedrohliche Entwicklung abzuwenden. Und, meine Damen und Herren, wir haben nur ein Zeitfenster von wenigen Jahren. Wir müssen jetzt die tiefgreifende Veränderung aufhalten, die Deutschland erleidet. EU- und Europolitik von außen, Überfremdung von innen, verbunden mit einer demnächst massenhaften doppelten Staatsbürgerschaft. Das kann dann die noch verbliebene Selbstbestimmung Deutschlands, ja, seine Existenz als eigenständiger Staat vollständig beseitigen. No nations, no borders. Staatsgebiet und Staatsvolk sollen ihre Bedeutung verlieren. Deshalb müssen wir als AfD wieder eine Politik einfordern, die der Inschrift des Deutschen Bundestags gerecht wird, dem deutschen Volke.
Der deutsche Bürger wird gegenwärtig gezwungen, den Zustrom illegaler Migranten zu bezahlen, ihre dauernde Alimentation, auch die sogenannte Integration auf unabsehbare Zeit und in wachsender Höhe. Dazu die Vernichtung seines persönlichen Vermögens durch eine fremdbestimmte Geldpolitik, ein Verlust von Rechtsstaatlichkeit insgesamt. Im Äußeren gebrochene EU-Verträge, Haftungsunion, Grenzen werden nicht geschützt, Schengen importiert Kriminalität. Im Inneren Gesetze werden nicht durchgesetzt, vom Rechtsstaat in den Städten bereits aufgegebene Orte. Pässe werden nicht überprüft, nicht mal gefordert, Prüfgeräte nicht angeschafft, Duldung von Asylmissbrauch, alle rein, keiner raus, mit weltweitem Werbeeffekt. Wir fordern die Wiederherstellung von Recht und Gesetz auf allen Ebenen. Merkel hatte mit der Grenzöffnung ja deutsches und europäisches Recht gebrochen. Eine Ausnahmesituation wurde behauptet. Ein Dauerzustand etabliert. Migrantenströme wurden losgetreten, Deutschland nachhaltig geschädigt, Verbrechen hierzulande und Ertrinkende im Mittelmeer von Merkel direkt verschuldet, während die wirklich Hilfsbedürftigen in ihren Ländern, irgendwo in Afrika, in der Subsahara, die krepieren ohne Handy, ohne Tausender für ihre Schlepper, aber da ist die große Klappe klein bei unseren Asylindustriellen, das ist unerhört. Überhaupt die Flüchtlingslüge, natürlich flieht niemand von einem ganzen Kontinent wie Afrika und natürlich flieht kein Afghane, Syrer oder Iraker aus der Türkei. Und wer über sichere Länder in ein Wunschzielland reist, ist bei Grenzübertritt nach Deutschland mitnichten Flüchtling oder Asylsuchender. Das heißt, von über 1 Million hierzulande eben niemand. Laut Grundgesetz haben Einreisende aus sicheren Drittstaaten wie unseren Nachbarländern kein Asylrecht. Laut Dublin III ist der Erstzutrittsstaat in die EU zuständig. Zurückweisung an der deutschen Grenze ist somit rechtens. Aber diese ganzen Pseudo-Flüchtlinge mit nichts am Leib als dem Nötigsten an Markenklamotten, Bargeldvorräten, Handys, Uhren, dem Bündel erfundener Biografien, immer die Pässe verloren, aber nie das Smartphone, immer gesund genug, um nach Deutschland zu laufen, aber zu krank, um zurückgeflogen zu werden. Meine Damen und Herren, mit diesen Fehlbegriffen Flüchtlinge, Schutzsuchende soll der psychologische Widerstand der Bevölkerung von vornherein moralisch gebrochen werden. Nach Gesetz wäre ja die Einreise zu verweigern. Stattdessen erleben wir Rechtsbruch, Täuschung der Bevölkerung täglich. Schluss damit! Befreien wir die Bürger aus der moralischen Erpressungsfalle! Und die sogenannte Willkommenskultur ist ja in Wahrheit auch nur die Bemäntelung von absichtsvollem Staatsversagen, die psychologische Indienstnahme, ja Ausbeutung menschlicher Gutwilligkeit. Und das für das Wohlergehen von Gesetzesbrechern, illegaler Grenzübertritt. Was wir in diesem Lande brauchen, ist eine ganz andere Willkommenskultur, nämlich für demokratische Meinungsvielfalt. Das brauchen wir. Warum? Warum spricht denn die Regierung nicht über den Kollaps der Gerichte durch Überschwemmung mit Asylklagen, den Kollaps der Schulen wegen massenhaft fehlender Lehrer, Massen von sprachfremden Kindern, den Kollaps von Recht und Ordnung in unseren großen Städten, Banden, Clans, gewalttätige Demos? Aber jeder weiß ja, dass das Kanzleramt inzwischen einer Wagenburg gleicht, die die Realität ausblendet. Darüber sprechen Sie nicht, weil Sie die Schuldigen sind und dafür gehören Sie nicht auf die Regierungsbank, sondern auf die Anklagebank. Wie hat es geheißen? Was haben wir immer gehört in den letzten Jahren? Rückführen, rückführen, abweisen, abweisen. Aber als die Kanzlerin dies auch 2018 ablehnte, hat der neue Innenminister sofort das Heft des Nichthandelns an sich gerissen. Was Zurückweisungen an der Grenze angeht, unser Horstel steht da fest wie eine Eins auf dem Papier. Man bewundert seinen standhaften Mut zur Unterwerfung. Aber die Wähler durchschauen das doch. So viele Kreuze kann Söder gar nicht aufhängen in den neuen Transitzentren. Deshalb, meine Damen und Herren, in den jüngsten Entwicklungen im Unionsstreit tauscht Seehofer nur einige wenige illegale Migranten mit den Rücknahmeabkommen mit den Mittelmeerländern gegen andere illegale Migranten ein.
Und in den Ankerzentren soll es natürlich keine wirkliche Residenzpflicht geben. Die SPD will, dass Untertauchen immer möglich bleibt, falls tatsächlich mal eine Abweisungsentscheidung getroffen wird. Und was hören wir jetzt immer? Ordnen und Steuern. Ordnen und Steuern heißt eben nicht reduzieren, rückführen. Und Merkels Mantra, nichts einseitig, nichts unabgestimmt, nichts zulasten Dritter, das heißt ja, wir haben überhaupt keine souverän agierende deutsche Regierung. Nichts zulasten Dritter heißt eben alles zulasten Deutschlands. Deutschlands Grenze wird komplett offen gehalten. Der Strom der über 10.000 Illegalen pro Monat, der wird gar nicht berührt. Das Prinzip der territorialen Souveränität ist praktisch tot. Und dabei meinte Schäuble noch Anfang Juli auf dem Höhepunkt des Streits der Unionsparteien, die Unionsparteien stünden jetzt praktisch im Abgrund. Ja, mein Gott, dann waren wir ja nur einen Schritt von der Lösung entfernt. Wie sieht es denn wirklich aus? Die geflüchteten Invasoren konnten offenbar so viel Geld verdienen, um ihre Schlepper zu bezahlen, waren also nie in Not. Aber was sehen wir bei Maljevac an der Grenze zu Kroatien? Mit Allahu Akbar schreien, versuchen 200 Migranten sie zu stürmen, Einwanderung als Dschihad im Namen Allahs. Was sehen wir in Ceuta, Spanien? Kriminell gewalttätige Invasoren mit Flammenwerfern ausgerüstet, diese als geflüchtete getarnten Eroberer sehen unsere Gesellschaft als Beute an. Illegales und gewalttätiges Eindringen ist aber eine Straftat und kein Menschenrecht. Das Ganze ist ein Eroberungsfeldzug von Sozialhilfebetrügern. Das muss aufhören. Aber Spanien will Migranten nur auf der Durchreise nach Frankreich oder Deutschland. Und Frankreich bringt sie einfach dahin zurück, wo die Einladung ausgesprochen wurde, nach Spanien. Warum eigentlich kann Frankreich etwas tun, was Deutschland nicht kann? Ist Frankreich etwa fremdenfeindlich? Handelt es etwa unabgestimmt, gar zu Lasten Dritter? Alle anderen Länder handeln sehr wohl, natürlich völlig autonom. Es gibt ja dieses dämliche Deutschland, Germany pays, Deutschland zahlt und nimmt sie alle. Wir haben die meisten Asylbewerber aufgenommen, NRW und Berlin, mehr als Italien und Griechenland. Deutschland muss also nicht aus Solidarität noch mehr Asylbewerber übernehmen, was aber ständig geschieht. 70% der Deutschen wollen die Mittelmeerflüchtlinge zurückschicken. Ja, dann tun wir es doch, meine Damen und Herren. Und von wegen Fluchtursachen bekämpfen, Geld nach Afrika geben, heißt erstmal mehr Migration zu finanzieren. Es gibt jetzt schon Hunderttausende abgelehnte, aber nicht abgeschobene Migranten. Trotzdem sollen jedes Jahr 250.000 Menschen noch zusätzlich einwandern. Das ist verantwortungslos. Deutschland hat sich schon jetzt durch Masseneinwanderung massiv verändert. Keine Großveranstaltung mehr ohne Merkel-Poller und aufwendige Sicherheitsmaßnahmen, Ehrenmorde, Messerattacken gehören inzwischen zu Deutschland. Frauen sollen nicht allein joggen oder nachts unterwegs sein. Der NRW-Innenminister empfiehlt, niemanden nah an sich heranzulassen. Dieser Staat kapituliert vor den Zuwanderern, versäumt seine Schutzpflicht gegenüber den Bürgern. Was wir brauchen, ist eine Verabschiedungskultur, meine Damen und Herren. Stattdessen hören wir von Familiennachzug. Als ob die illegalen Quartiermacher, die hier eingedrungen sind, nicht täglich zu ihren Angehörigen in diese nicht umkämpften Länder reisen könnten, was sie als Urlaub sowieso tun. Es ist an der Zeit, dass jetzt nicht Angehörige nach Deutschland nachgeholt werden, sondern dass alle Syrer und bitte auch alle Scheinsyrer schön nach Hause gehen und ihr Land wieder aufbauen, statt sich hier weiter aushalten zu lassen. Aber die C-Parteien, wir wissen ja, die wollen sicherlich das christliche Familienbild stärken. Die Mädchen können endlich ihre 80-jährigen Ehemänner nachholen. Die Männer ihre 4 Ehefrauen. Die unbegleiteten Minderjährigen ihre Enkel. Gut so, das ist natürlich erfreulich. Das geplante Dublin IV wäre allerdings das endgültige Aus für jede Integration. Es ist ein Aufbauprogramm für Clanbildung hierzulande. Statt den Asylanten in sein Dorf zurückzuschicken, kommt dann das ganze Dorf nach Deutschland. Bald sind dann so viele Refugees hier, dass die ersten Refugien für Deutsche entstehen. Replacement Migration heißt das UN-Papier, das Herr Maas schon abgesegnet hat. Umsiedlungs- und Ersetzungsmigration. Wer das unterschreibt, dessen Hand soll verdorren. Meine Damen und Herren, erkennen wir
erkennen wir die Zeichen der Zeit, wo es hingehen soll. Wo Merkel noch von einer nationalen Kraftanstrengung zur Abschiebung sprach, die natürlich weder gemeint war noch je erfolgte, erklärt Bundestagspräsident Schäuble jetzt ganz ungeniert, dass wir uns keine Hoffnung machen sollten, dass die große Masse der abgelehnten Asylbewerber jemals abgeschoben wird. Wenn also Hunderttausende Ausländer sich unberechtigt hier aufhalten, dem Steuerzahler für immer auf der Tasche liegen und sich immer wieder durch gesetzliche Schlupflöcher ihrer Abschiebung entziehen können, muss es dann nicht Aufgabe der Regierung sein, dass sie, statt es mit Merkels Motto zu halten, nun sind sie halt da, den gesetzlichen Rahmen so verschärft, dass diese Personen endlich das Land verlassen. Aber ganz klar, Schäubles Äußerung soll uns bereits auf den nächsten Rechtsbruch einstimmen, ein offener Angriff auf die Durchsetzung von Recht und Ordnung und damit auf Verfassung und Amtseid. Schäubles Abschiebungen sind nicht machbar, entspricht Merkels Grenzen lassen sich nicht schützen. Wahrscheinlich ist beides auch wieder alternativlos. Oder anders gesagt, jetzt, meine Damen und Herren, ist die AfD dringender nötig denn je. Meine Damen und Herren, unsere heutige Versammlung findet vor einem dramatischen Hintergrund statt. Der Merkel-Block macht sich die letzten rechtsstaatlichen Instrumente dienstbar. Der Rauswurf des Verfassungsschutzchefs Maaßens war ein politischer Willkürakt einer skrupellosen Kanzlerin und einer ertrinkenden SPD. Mit dem Verfassungsschutz wird die zentrale Sicherheitsbehörde entmachtet, damit Merkel wie in Chemnitz weiter ungestört ihre Propaganda in den Äther blasen kann. Um ihre Meinungsdiktatur zu zementieren, kriminalisiert sie legitimen Bürgerprotest, will den Verfassungsschutz gleichschalten und die AfD zum Beobachtungsfall machen. Wir nähern uns einem Stasi-Staat. Merkel, die Mutter aller Probleme, ist auch die Mutter der Spaltung. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, auch in ihrer eigenen Partei. Wenn sie eiskalt sogar Parteitagsbeschlüsse wegwischt, etwa um den deutschlandschädlichen Doppelpass beizubehalten. Wie macht sie das? Knecht Kauder hatte seine ganze Fraktion geknechtet. Jetzt endlich schicken die Schwarzen den Merkel-Knecht ins Aus. Wann endlich zeigen denen ihre sinkenden Prozente, dass Merkel selbst weg muss? Einige Gedanken zu Identität und Integration. Identität und Integration, da denkt man sofort an die Grünen. Stimmen wir uns auf das Thema also ein mit einem Wort vom Obergrünen Robert Habeck. Zitat: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch keinen Verrat am Volk. Ende Zitat. Meine Damen und Herren, er weiß offenbar genau, warum er beteuern muss, dass es Volksverräter nicht geben könne. Meine Damen und Herren, bis vor kurzem war Deutschland noch ein Land und nicht ein Gelände, in dem jeder sein eigenes Rechts- und Kultursystem lebt. Frau Özegut erkennt erst gar keine eigenständige Kultur in Deutschland. Merkel findet passenderweise, das Volk ist jeder, der hier lebt und die Deutschen nur die, die schon ein bisschen länger hier leben. Deutschland soll sich auflösen wie ein Zuckerwürfel im Tee aus Humanität, aus Solidarität mit europäischen Schuldnern, mit allen Armen der Welt. Selbstaufopferung gegenüber anderen. Das Recht aber auf sich selbst, auf eigene Identität, auf Heimat wird als Rassismus diffamiert. Wir sagen, eine Nation hat das Recht auf Selbstbehauptung als eigenständige politische Einheit. Hat das Recht auf Selbstbestimmung von Recht, Finanzen, Staatsangehörigkeit. Die Linksgrünen verabscheuen zwar Deutschland und wollen Land und Volk abschaffen, aber sie können gar nicht schnell genug, massenhaft, Ausländer zu Deutschen machen. Natürlich nur auf dem Papier und für die Wahlkabine. Binnen kurzem werden Millionen Ausländer unser politisches Schicksal hier fremd bestimmen. Wenn aber immer mehr kulturfremde Wahlrecht erhalten, wird irgendwann sogar unsere Verfassung gekippt. Denken wir an den Geburtendschihad, zu dem Erdogan seine Türken aufruft. Macht nicht 3 Kinder, sondern 5, denn ihr seid die Zukunft Europas. Das, meine Damen und Herren, das ist die Sprache der feindlichen Übernahme, nichts sonst. Merkel und die Linksgrünen schaffen sich da still und heimlich ihr neues Volk. Uns wird unser eigenes Land unter den Füßen weggezogen. Wir sollen bei vollem Bewusstsein entmündigt werden von den Feinden des deutschen Volkes mithilfe ihrer ausländischen Hilfstruppen. Selbst die dritte Generation der hier lebenden Türken integriert sich
nicht in großen Teilen. Es klappt offenbar grundsätzlich nicht. Die schiere Menge verhindert das, weil sie Integration auch überflüssig macht. Man braucht das nicht mehr, man wird hier sein eigenes Ding machen und man wird ja immer mehr. Und ihre Gewohnheiten und Gebote sind ihnen, wie sie selbst erklären, wichtiger als unsere Gesetze. Und ihre Verbände fordern inzwischen nicht etwa Integration, sondern Teilhabe, Partizipation. Nach dem Motto, wer uns nicht alles gibt, ist Rassist. Meine Damen und Herren, was wir als Deutsche im tiefsten erleben, ist eine Entheimatung. Heimat, ein Ort lange gewachsener Tradition innerhalb einer Gesellschaft, einer Kultur. Die Linksgrünen treten ein für Moscheenbau, islamische Essensregeln, Feiertage, Kleidungsregeln, besinnen sich aber die Einheimischen auf ihre Kultur, so wird dies als rassistischer, nationalistischer Affront gegen die neuen Deutschen angeprangert. Die bloße Wahrung des eigenen soll schon als Intoleranz gelten. Die sogenannten Neubürger aber sehen in diesem Selbstwert Vakuum des Aufnahmelandes die klare Aufforderung, eine Ordnung nach eigenen Regeln aufzubauen. Statt Integration Absonderung, dann Parallelgesellschaft, dann Parallelherrschaft, dann Ausdehnung. Die Deutschen ziehen weg. In vielen Städten gibt es schon diese auch von der Polizei aufgegebenen Orte. Wir wollen das nicht. Wir wollen dieses, unser Land und unser Rechtsstaat, wie wir ihn in Jahrhunderten geformt haben, bewahren. Und wenn wir jetzt von einem Einwanderungsgesetz reden hören, zuallererst bitte müssen wir mal viel mehr für eine aktivierende Familienpolitik tun, um die demografischen Fehlentwicklungen umzukehren. Hinzu kommt, wir werden durch Digitalisierung und Automatisierung tatsächlich weniger Arbeitsplätze haben. Neue Arbeitsplätze in diesem Bereich sind jedoch hochqualifizierte. Und wer denkt da nicht zuerst an analphabetische Migranten aus dem Orient und Innerafrika? Aber natürlich wollen die großen Konzerne immer gern Billiglöhner bekommen. Die 10% der Zuwanderer, die vielleicht mal hier arbeiten, wer die 90% Sozialfälle versorgt, ist denen egal. Uns aber nicht. Wir wollen nicht, dass Leute herkommen, um erst hier auf Jobsuche zu gehen, wie heute beschlossen. Wir wollen nicht, dass es einen sogenannten Spurwechsel gibt, Merkels aus illegalen Legale machen. Da werden Leute belohnt, die uns vorher als angeblich Verfolgte auf Staatskosten belogen und betrogen haben. Das wäre ein weiterer großer Sozialmagnet ins Schlaraffenland Deutschland. Und dann soll auch noch die Vorrangprüfung abgeschafft werden. Lieber soll also ein Deutscher arbeitslos werden, wenn wir nur mehr Ausländer reinbekommen. Meine Damen und Herren, jedes Einwanderungsgesetz ist doch Makulatur bei offenen Grenzen. Zehntausende strömen ohne Qualifikation herein. Der Weg über die Asyllüge ist schlicht bequemer. Er führt auch weiter. Warum eine Ausbildung mitbringen und sich selbst ernähren, wenn man mit der Asyllüge unqualifiziert hier Ausbildung und Versorgung gratis bekommt? Und mit dem neuen Ticket Spurwechsel auch noch plötzlich zum ehrlichen Mann weiß gewaschen wird. Ist das jetzt also Deutschland? Lüge lohnt nicht mit uns, meine Damen und Herren. Mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen hat auch die Zahl der Gewalttaten zugenommen. Diese Leute stammen aus einer Kultur männlicher Dominanz, wodurch Männer verübte Gewalt als legitim gilt. Deutschland wird jeden Tag unsicherer, hunderte Dschihadistenkinder, unzählige IS-Rückkehrer, über 2000 gefährliche Islamisten, über 10.000 Salafisten, Morde und Vergewaltigungen, Terroranschläge und Messerattacken, Taten überproportional häufig begangen von Migranten aus Afrika und der arabischen Welt. Aber immerhin, Deutschland ist keine Bananenrepublik. In einer Bananenrepublik müssen die Leute Schmiergeld zahlen für einen neuen Pass, eine neue Identität. Bei uns kriegt man sie geschenkt. Und ja, Deutschland ist sicherer geworden für Kriminelle, die nicht mehr belangt werden, weil es zu viele Fälle gibt, um alles zu verfolgen. Und auch unsere Zukunft, auch für die wird gesorgt. Merkel sorgt schon für neue Gefährder. Terrorkinder wachsen in islamistischen Familien heran. Der Verfassungsschutz warnt vor dem Nachwuchs eingereister Islamisten als vor tickenden Zeitbomben. Aber in der ständig anwachsenden Salafistenszene Deutschlands, schon über 11.000 Personen, wachsen solche Kinder heran, die dschihadistisch sozialisiert für jede Radikalisierung offen sind. Das heißt, Merkel sorgt nicht nur kurzfristig für Terror und Gewalt, sie hat auch schon das Chaos der Zukunft gesichert. Stehen wir als AfD dagegen auf, Merkel stoppen heißt Deutschland retten! Applaus
Einige Worte zur täglichen Gehirnwäsche durch Sprachmissbrauch. Wenn man nicht mehr jeden Betrüger des Planeten hereinlassen und lebenslang versorgen will, ist das mitnichten fremdenfeindlich. Es ist schlicht betrügerfeindlich, Deutschen freundlich, rechtsstaatlich, verantwortungsvoll. Kinderehen und Frauenverachtung in einer Religion abzulehnen, ist kein Rassismus. Sorge um das Wohl des eigenen Volkes ist kein Rassismus. Wir erleben das doch aber täglich: Erziehungsjournalismus, Indoktrination, Meinungsdiktatur, Gehirnwäsche in Reinkultur. Und da die Regierung kein Medium dulden will, das sich ihrem Einfluss entzieht, wird ein neues Delikt erfunden. Hass. Bewusst nicht scharf definiert, denn jede Kritik soll jetzt als Hasskriminalität verfolgt werden können, während schwere Gewalttaten mitunter verheimlicht, nicht verfolgt, verharmlost oder relativiert werden. Psychisch verwirrt, Einzelfall, Beziehungstat, Ehrenmord und Vergewaltigung als Kavaliersdelikt, Messerattacken als kulturelle Eigenart, aber Merkel muss weg als Hasskriminalität. Mit anderen Worten, die tatsächliche Hetze von Medien und Politik gegen ihre Kritiker wird weißgewaschen, berechtigte Kritik aber kriminalisiert. Wir sagen deshalb ganz dringend: keine Zensur missliebiger Meinungen im Netz. Wir sollen nämlich irregeführt werden durch Sprachmanipulationen. Sie kennen das. Das Volk heißt nur noch Bevölkerung, Deutsche sind nur noch Menschen, die schon länger hier leben. Mit positiven Begrifflichkeiten sollen Miseren weißgewaschen werden, mit negativen wird verleumdet, etwa Rassismus für die bloße Wahrnehmung der eigenen Interessen, Dunkeldeutschland für selbstständig Denkende, Nationalismus für Anerkennung des eigenen Nationalstaats, Spaltung der Gesellschaft für abweichende Meinungen, nationaler Alleingang bei Wahrnehmung territorialer und rechtlicher Souveränität Deutschlands, Abschottung für das verfassungsmäßige Recht auf Grenzen und Grenzschutz. Und Fremdenfeindlichkeit ist es, wenn man nicht sofort das letzte Hemd für die Betrüger auszieht und das auch noch toll findet. Demgegenüber gibt es dann aber den Blumenstrauß der schönfärberischen positiven Begriffe, mit denen getäuscht werden soll. Zuwanderer heißt jetzt, wer Eindringling ist. Geflüchtete und Schutzsuchende für Wirtschaftsmigranten. Menschen, die zu uns kommen, für Sozialhilfebetrüger. Seenotretter für Schlepper und Schleuser. Und Ordnen und Steuern steht für weiter so mit der Katastrophe, nur jetzt eben regelhaft und planvoll. Zusammenhalt bewahren steht für Unterdrückung abweichender Meinungen. Humanität, europäische Werte werden beschworen, wo es um Rechtsbruch zwecks Einschleusung von Illegalen geht. Weltoffen und Vielfalt steht für Umsiedlung. Und was Sie besonders häufig hören, Ängste und Sorgen der Bürger. Das steht für bereits eingetretene Katastrophen und Fehlentwicklungen, aber Ängste ernst nehmen, für gar nichts tun und den Bürger für dumm verkaufen. Deshalb, meine Damen und Herren, wir müssen viel sprachliches Falschgeld aus dem Verkehr ziehen. Wir hören dauernd, für dringende Maßnahmen müsse der Bund Geld in die Hand nehmen. Nun, Sie können sicher sein, dass diese Hand, die Geld in die Hand nimmt, vorher in Ihrer Tasche war. Oder wir müssten europäische Solidarität üben, Verantwortung übernehmen. Gemeint ist schlicht Fremdbestimmung, Sparerenteignung, Schuldenvergemeinschaftung. Wir hören: Deutschland ist stark. Eine Schlafpille zur Ausbeutung Deutschlands. Die Wahrheit: Deutschland selbst milliardenschwer überschuldet, haftet für Bankrotteure, jederzeit fällig, treibt seine Sparer in Altersarmut, finanziert Schuldner, der boomende Konsum, eine Scheinblüte, die Menschen überkaufen sich, weil sie nichts anlegen können. Aber Herrn Schäubles Mehrwertsteuer sprudelt. Wenn das dann heißt, Deutschland ist stark, dann ist das doch an Zynismus nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Überhaupt, was den Euro und Europa angeht, sagen wir: Schluss mit Mehrheitsentscheidungen von Ungleichen. Stimmgewicht Malta versus Deutschland. Schluss mit unbegrenztem Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB. Mit fortgesetzten aussichtslosen Rettungsmaßnahmen. Griechenland zahlt natürlich nie zurück. Schluss mit Sparerenteignung durch Draghis EZB-Niedrigzinspolitik, mit der Nichtanwendung von Sanktionen gegen Defizitsünder, mit dem Aufbau einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Das heißt auf Deutsch: Deutsche arbeiten und finanzieren nicht wettbewerbsfähige Sozialstandards in Frankreich.
Schluss insgesamt deshalb mit Bankenunion, Haftungsunion, Sozialunion. Dieser Euro ist Raub und soll in dieser EU auch nichts anderes sein. Dieser Euro ist Raub, diese EU ist Entrechtung. Kämpfen wir dagegen! Es ist ja so, das Interesse an diesem Konstrukt würde sofort erlöschen, wenn Deutschland nicht dabei wäre und wie eine Weihnachtsgans finanziell ausgenommen werden könnte. Es geht in dieser EU ausschließlich um Egoismen und Eigeninteressen anderer Länder, allen voran der Schuldner und Nettoempfänger. Dieses EU-Total, EU statt Deutschland, nur noch ein Finanzminister für den ganzen Euroraum, ein gemeinsames Finanzbudget. Andere Staaten sollen sich prinzipiell am deutschen Geld bedienen dürfen, gemeinsame Einlagensicherung mit allen EU-Bankrotteuren. Meine Damen und Herren, verhindern wir in letzter Minute die planvolle Ausbeutung der Deutschen und die faktische Auflösung der noch verbliebenen Autonomie unseres Landes. Ein letztes Wort noch zum Islam. Er ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die im Koran geforderte gewaltsame Missionierung der Ungläubigen ist gültig bleibendes, weil unmittelbares Gotteswort. Und so wird es auch verstanden, für 2/3 der europäischen Muslime sind religiöse Gebote wichtiger als unsere Gesetze. Der Koran sagt, tötet die Ungläubigen, sie sind schlimmer als das Vieh. Wenn Frauen sich auflehnen, schlagt sie. Nehmt nicht Juden und Christen zu Freunden. Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie die Flamme bereitet. Diese Hetze soll jetzt Schulfach werden. Das wäre Unterricht in Staats- und Freiheitsauslöschung. Wir warnen, dort werden sehenden Auges neue Gefährder produziert. Aber wir sollen ja islamistischen Terror als unvermeidbar im 21. Jahrhundert und so weiter hinnehmen und seien ja weniger Tote als im Straßenverkehr. Wir warnen! Diese Gefährder wollen den Staat auslöschen. Wir beherbergen und alimentieren sie. Unsere Gesetze schützen unsere Feinde und ihren Hass, nicht uns. Kein Staat der Welt päppelt seine potenziellen Mörder. Das müssen wir als AfD endlich beenden. Wir fordern Maßnahmen zur sofortigen Gefährderausweisung, zum Salafistenverbot, zur Nichtverbreitung gefährlicher Koranverse. Die Leute haben die Nase voll von der ständigen Verharmlosung des Islam. Aber Herr Schäuble meint, gefragt, ob auch Muslime zu Deutschland gehörten, die ihre Religion über das Grundgesetz stellten. Menschen ganz unterschiedlicher Religion akzeptierten unsere Regeln nicht, dafür gäbe es ja Polizei und Justiz. Aha, gefährliche islamistische Fundamentalisten gehören also zu Deutschland, weil Rechtsbruch zu Deutschland gehört? Auweia, Zeit für die Rente, würde ich sagen. Und inzwischen brauchen aber Schulen Wachpersonal. Die deutsche Feindlichkeit an den Schulen nimmt rasant zu. Religiöses Mobbing ist an der Tagesordnung. Muslimische Mädchen werden eingeschüchtert, Kopftücher zu tragen. Ein Schulleiter sagt zu Eltern von einem gemobbten deutschen Mädchen, ihre Tochter muss ja nicht sagen, dass sie Deutsche ist. Und sie können ihr ja ein Kopftuch geben. Schüler Leon wurde in einer Schule ohne Rassismus von einem muslimischen Mitschüler abgestochen, weil er dessen Mutter angeschaut hätte. Nun, ich muss sagen, eine Schule ohne Schächtung würde mir schon reichen. Wir brauchen diese Leute hier nicht, die ständig messergeil rumlaufen und Menschen erstechen, wenn sie schlechte Laune haben. Allerdings, hoher Migrantenanteil bringt auch hohen Leistungsabfall. 70% der Lehrer sagen, wir schaffen das nicht. Ein Hoffnungszeichen gibt es aber doch. Bildungsmonitor 2018, Sachsen vorne, Bremen am Schluss. Gute Bildung korreliert also mit AfD-Wahlverhalten. Dann wird Hessen unser nächstes Musterland. Meine Damen und Herren, ich schließe. Wir warnen vor dem, was kommen soll. Ein Deutschland der offiziellen Haftungsunion, der offiziellen Dauereinwanderung von Nichterwerbsfähigen, Afrikanern, nicht verfassungswilligen Muslimen, das Deutschland der Doppelpässe und Universaleinbürgerung für jeden, das Deutschland der islamischen und afrikanischen Viertel, Ortschaften eigenen Rechts und eigenen Lebens, die von Deutschen verlassen werden, das Deutschland der Kopftuchklassen und des Mobbings der Ungläubigen. Die Bürger erkennen jetzt,
dass die AfD nicht Angst macht, sondern die Realität beim Namen nennt, zu Recht warnt und aufklärt. Noch versucht man uns mundtot zu machen. Unsere Plakate werden zerstört, unsere Gastwirte bedroht, unsere Politiker verleumdet, verklagt, körperlich angegriffen. Der Hessische Landtag muss eine Plattform der Auseinandersetzung sein, wo wir heute noch verdrängt und verleumdet zu den Bürgern reden, die Menschen aufklären, überzeugen, das Steuer herumreißen. Ich verspreche Ihnen hier und heute, diese Wahl wird ein starkes Zeichen durch die Republik senden, wenn wir in den letzten Landtag einziehen, der ohne Opposition war. Wir, die Alternative für Deutschland, gekommen, um zu bleiben. Wir bleiben, um zu gestalten. Wir gestalten, um das zu retten, was uns allen am Herzen liegt. Unser deutsches Vaterland. Der Auflösung Deutschlands müssen wir Einhalt gebieten. Jetzt. Was mich und sicher auch viele von uns bewegt, ist der Wunsch, dem Land ein Stück weit zurückzugeben, was es uns gegeben hat, als wir in seiner Kultur, seinem Recht, seiner Tradition aufwachsen durften. Den Nutzen des deutschen Volkes mehren, Schaden von ihm wenden. Wenn andere sich nicht dran halten, halten wir uns daran. Meine Damen und Herren, danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Dr. Curio, für Ihre Rede. Ich denke, Sie haben hier auch deutlich gemacht, dass Sie das Niveau, was Sie im Bundestag pflegen, in Ihren Reden auch hier wieder unter Beweis gestellt haben. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich. Gut. Unseren letzten Redner müsst ihr eigentlich gar nicht vorstellen. Er ist uns allen bekannt. Er ist täglich in den Medien präsent. Ich möchte aber trotzdem noch mal zwei, drei Worte dazu verlieren. Herr Meuthen verfügt über eine enorme Finanz- und Wirtschaftskompetenz, die sich auch in seinem Lebenslauf widerspiegelt. Er war Referent im hessischen Finanzministerium. Er hatte eine Professur für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Hochschule in Kehl inne. Seit Juli 2015 ist er einer unserer beiden Bundesvorsitzenden und seit Ende 2017 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, Herr Dr. Meuthen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren und selbstverständlich auch Angehörige aller anderen 67 Geschlechter. Wir sind hier sehr korrekt bei der AfD. Und nun? Wissen Sie, ich muss immer, das ist die Höchststrafe, ich muss immer als Letzter reden. Und wenn man solche Vorredner hatte wie ich heute Abend, dann bleibt nicht mehr viel zu tun. Ich gehe also jetzt wieder nach Hause. Tschüss. Nein. Es ist viel gesagt und ich habe mit Freude zugehört, wie ich überhaupt gerne zuhöre. Heute Abend ist das ganz besonders lohnend bei den Vorrednern und es bleibt tatsächlich das eine oder andere nicht mehr zu sagen und Sie verzeihen mir, wenn sich einzelne Punkte im Kleinen doppeln, das wird nicht viel sein. Es gibt mir die Gelegenheit, das eine oder andere abzukürzen, dafür bin ich im Zweifelsfall nicht undankbar. Ich fange mal so an. Dass Sie heute überhaupt hierher gekommen sind, stimmt mich ziemlich nachdenklich. Was sind Sie eigentlich für Menschen? Schließlich besuchen Sie heute, wenn man Ihrem Bundesinnenminister Glauben schenken darf, eine Veranstaltung von Staatszersetzern. Hat er gesagt. So hat uns der noch Innenminister neulich genannt. Passen Sie also gut auf, wenn Sie schon mal hier sind, womöglich landen Sie noch selbst im Verfassungsschutzbericht. Das ist weit weniger lustig, als man sich das vorstellt. Zersetzen ist das, was der uns vorwirft. Zersetzen bedeutet bekanntlich, dass man eine zerstörende Wirkung auf etwas ausüben möchte. Zersetzungsstrategien kannte man beispielsweise bis 1989, live Erik Kollmann aus der Zeit gesprochen.
und kennt das als gelernter Ossi, Zersetzungsstrategien. Das hatte man bei der Stasi der DDR. So mancher in der heutigen Partei Die Linke, die rechtsidentisch ist mit der früheren Mauerschützen- und Stasi-Knastpartei SED, wird sich daran noch ganz ausgezeichnet erinnern. Wir also, so Herr Seehofer, stellen uns vorgeblich gegen diesen Staat und wollen eine zerstörende Wirkung auf ihn ausüben. Und da muss ich Ihnen sagen, da fehlen mir die Worte. Und ich sage Herrn Seehofer klipp und klar, nein, wir wollen diesen Staat ganz gewiss nicht zersetzen. Und wir tun das auch nicht. Wir tun das exakte Gegenteil davon nach Kräften. Was diesen Staat tatsächlich zersetzt, und ich glaube, das ist bei den Vorrednern deutlich geworden, und zwar von innen heraus, das ist die Herrschaft des Unrechts. Ein Zitat von Herrn Seehofer, denn der hat genau das beklagt, als Merkel ihre persönlichen Vorstellungen, ich will gar nicht von Moralvorstellungen sprechen, die geht ihr, glaube ich, ab, über das deutsche Recht stellte. Ein Rechtsbruch, der auch durch Seehofer als Innenminister niemals korrigiert wurde und der das Vertrauen vieler Bürger in den Rechtsstaat mittlerweile massiv untergraben hat. Das zersetzt den Staat. Das ist eine Zumutung für den Rechtsstaat. Und wissen Sie, der Rechtsstaat, der funktioniert zu Teilen noch. Ich nehme mal als Beispiel, wenn ich den Rechtsstaat selber in seiner ganzen Pracht erlebe. Zuweilen fahre ich noch selber Auto und ich habe eine Angewohnheit, hier nicht ganz gesetzeskonform unterwegs zu sein, was die Geschwindigkeit anbelangt. Und da werden ganz regelmäßig Fotos von mir geschossen und ich kriege dann Post nach Hause. Und dann wird mir erzählt, wie viele Punkte ich in Flensburg wieder gesammelt habe und ich kriege einen Zahlungsbescheid und ich stelle fest, unser Rechtsstaat, der funktioniert. Und ich beklage mich darüber gar nicht. Das ist übrigens auch so, Sie kennen das im kommunalen Bereich, da kriegen Sie Abgabebescheide, kommunale Abgabebescheide und Sie werden einen perfekt funktionierenden Rechtsstaat erleben. Der funktioniert übrigens, achten Sie mal drauf, da am besten, wo es um Zahlungsbescheide geht. Perfekt und hundertprozentig, da läuft er. Denn dieser Staat muss hier irgendwie finanziert werden. Zugleich aber, und auch das haben wir heute Abend schon gehört, kommen jeden Tag nach wie vor hunderte illegale Einwanderer in dieses Land hinein, passieren die deutschen Grenzen, alle ohne Pässe, aber mit üblicherweise respektablen Smartphones. Und anschließend, dank ihrer Vernichtung ihrer Ausweispapiere, legen sie unabschiebbar dem Steuerzahler als Sofortrentner auf der Tasche. Das entbehrt jeder rechtlichen Grundlage und das ist die Herrschaft des Unrechts, das ist die Herrschaft von Angela Merkel und Horst Seehofer und das, meine Damen und Herren, das nenne ich Staatszersetzung und nicht das, was wir tun. Und ich empfehle Ihnen an, genau hinzuschauen, in welchem Kontext Seehofer uns der Staatszersetzung zieht. Er hat das nämlich getan, bei dem völlig berechtigten Ansinnen unserer Bundestagsfraktion, hier sitzen ja vier Bundestagsabgeordnete, die waren dabei, die machen das ganz vorbildlich, die haben das Ansinnen gehabt, den Haushalt des Bundespräsidenten zum Gegenstand der parlamentarischen Diskussion in der Haushaltsdebatte zu machen. Ein an sich völlig normaler Vorgang. Und in dem Kontext nannte Seehofer uns Staatszersetzung und er setzte noch einen drauf, ich zitiere ihn wörtlich. Er sagte, das ist für unseren Staat hochgefährlich und muss scharf verurteilt werden. Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln. Zitat Ende. Ein Bundespräsident scheint also für den Bundesinnenminister qua Amt außerhalb jeder Kritik zu stehen und sogar außerhalb parlamentarischer Diskussion. Sozusagen Ihre Exzellenz Steinmeier, wir erstarren vor Ehrfurcht und verneigen uns vor Ihnen. Mal im Ernst. Was ist denn das bitte für ein Demokratieverständnis? Wohlgemerkt, unseres Bundesinnenministers. Ist der Bundespräsident von Gottes Gnaden? Ist er so ins Amt gekommen? Ist er sakrosant und unantastbar? Mitnichten ist er das. Wie alle Amtsinhaber in einer Demokratie ist auch er gewählt. Wenn auch nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir von der AfD fordern nämlich zum Beispiel die Direktwahl des Bundespräsidenten. Das wäre um einiges gescheiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, Steinmeier wäre es dann nicht, meine Damen und Herren. Und wenn er demokratisch gewählt ist und wenn er von Steuergeldern bezahlt wird für sein Amt, dann ist er selbstverständlich in einer Demokratie auch kritisierbar. Und ein Bundespräsident, das klang heute Abend schon an,
der die Bürger auffordert, an einer Musikveranstaltung in Chemnitz teilzunehmen, die dort nicht nur wenige Tage nach der Tötung eines Menschen stattfand, sondern die auch noch linksradikalen Punkrockern wie Feine Sahne Fischfilet eine Bühne gibt. Und die Zitate waren hier schon, das sind so Doppelungen, die da sind. Nicht? Ich sage es nochmal, Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck, Deutschland das Verrecke, das wäre wunderbar. Die Bullenhelme, sie sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein. Die nächste Bullenwache, sie ist nur einen Steinwurf entfernt. Meine Damen und Herren, das sind Textpassagen, die wurden in Chemnitz vorgetragen von einer solchen Band, neben anderen. Das ließe sich lange verlängern. Und ein Bundespräsident lädt diese Band ein, im Zuge dieses Ereignisses das dort zum Vortrag zu bringen. Und gleichzeitig wird das Ganze vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk live übertragen, von einem Rundfunk, den Sie und ich mit unseren Zwangsabgaben zwangsweise finanzieren müssen. Und da muss ich Ihnen sagen, ein Land, in dem sich solches zuträgt, ein solches Land muss wahrlich verrückt geworden sein. Ich hätte am vergangenen Freitag die Gelegenheit gehabt, das dem Bundespräsidenten höchst selbst und persönlich zu sagen, denn er hatte mich zum Staatsbankett eingeladen mit Herrn Erdogan. Samt Gemahlin war ich da eingeladen und was soll ich Ihnen sagen, ich habe es vorgezogen, den Abend mit meinen Kindern und meiner Currywurst zu verbringen, das war sehr viel angenehmer. Fanden die Kinder übrigens auch. Ja, unser Tun ist mithin das exakte Gegenteil von Staatszersetzung. Es ist insbesondere der Versuch, die über die Jahrzehnte zwischen den Kartellparteien eingerissenen Unsitten zu beenden, und zwar zum Wohle unseres Landes und seiner Bürger. Wer das als zersetzend ansieht, der meint wohl etwas anderes. Der meint wohl, die Beendigung einer von einem links-rot-grünen Parteienkartell in wichtigen Fragen vertretenen, vermeintlich alternativlosen Einheitsmeinung. In Fragen der Migrationspolitik, in Fragen der vorgeblichen Euro-Rettung, in Fragen der völlig verkorksten Energiewende und so weiter. Was wir wollen, ist erstmal Meinungsfreiheit. Wir wollen wieder diskutieren. Das klang insbesondere bei Leif-Erik Holm sehr, sehr deutlich an. Und das findet wieder statt, weil wir das erzwingen. Und was wir im Hintergrund dahinter wollen, ist nichts anderes und nicht mehr, als dass sich dieses Land, das krank geworden ist in den Jahren Merkel, zum Teil auch davor, aber in den Jahren Merkel in besonderer Geschwindigkeit, dass sich dieses Land endlich wieder normalisiert. Nicht mehr und nicht weniger. In jeder Hinsicht. Und das wird ohne politischen Kurswechsel nicht gehen. Und ich sage Ihnen, mit der Kanzlerdarstellerin Merkel und ihren devot ihr zujubelnden Hofschranzen aus dem Kartellparteien einerlei kann das nichts werden. Aber der Reihe nach. Sie, immer wenn man denkt, schlimmer geht's nicht mehr, kommt von irgendwo die Merkel her und setzt noch einen drauf. Merkel, die ewige Raute des Staatsversagens. Diese Frau verrät und verkauft, ja sie verschenkt unser Vaterland, in einer Weise, die einem förmlichen Atem stocken lässt. Und ich bin ja nun immer ganz jung, schon viele Bundeskanzler mitbekommen. Ich kenne auch die Geschichte der Bundeskanzler davor. Wir haben noch nie in diesem Land einen Bundeskanzler gehabt, der den Amtseid so dermaßen fundamental verrät, wie diese Frau das in Permanenz tut, meine Damen und Herren. Was muss diese Frau... Was muss diese Frau denn noch alles anrichten, bis der deutsche Michel endlich mehrheitlich begreift, dass er in diesem Land eben keineswegs mehr gut und gerne leben wird, wenn er diese hohe Priesterin des Zynismus der Macht, Angela Merkel, nicht endlich ihres schon viele Jahre zu lange innegehabten und missbrauchten Amtes enthebt? Gut und gerne leben, Sie kennen das alle, das war der Wahlkampfslogan der CDU im letzten Bundestagswahlkampf. Das wurde allen Ernstes da noch behauptet, obwohl für jedermann, der des Sehens noch halbwegs fähig ist, offen zutage liegt, wie dieses Land gerade von ihr und ihren willfährigen Helfern immer schneller in den Ruin getrieben wird. Und die lassen nichts aus. Es wird rechtlich in den Ruin getrieben, finanziell, moralisch, kulturell, sicherheitspolitisch. Gut und gerne leben, Frau Merkel leidet offensichtlich an einer Wirklichkeitsallergie. Und ihr Ankündigungsminister Seehofer, den ich immer den Heißlufthorst nenne, ich kann das nicht lassen, der verbreitet halt unglaublich viel heiße Luft,
Der hat das eben als Herrschaft des Unrechts bezeichnet. Da war er noch bayerischer Ministerpräsident. Jetzt wurde der Bundesinnenminister, konnte all das korrigieren. Dachte man. Und von der Inszenierung klappt das ganz gut. Sie merken, der Seehofer-Horst inszeniert sich als ein ganz harter Law-and-Order-Bursche. Für seinen neuesten Vorstoß im Juli, also sich tüchtig mit Frau Merkel gestritten hat, hat er seinen Masterplan vorgestellt, wurde er von den naiveren Konservativen, echte Konservative sind meistens nicht naiv, also das sind die, die noch CSU wählen, also nicht mehr viele, wurde er richtig gefeiert. Seehofer übernimmt AfD-Positionen, hieß es da, Rechtsruck der Unionsparteien, das war die Warnung der Medien. Man muss genau hinschauen. Was hat der Mann da gefordert? Die zentrale Forderung seines Masterplans sah vor, dass die Einreise von Einreisenden mit Einreiseverbot verboten wird. Wenn Sie es mir nicht glauben, lesen Sie es nach. Steht da nicht so. Aber sinngemäß ist es genau das, was da steht. Die Einreise von Einreisenden mit Einreiseverbot sollte also verboten werden. Wow, ganz großes Politkino. Dass das bisher nicht gängige Praxis ist, Menschen und Medien deshalb nicht mal ansatzweise rebellieren und das auch noch als krasse politische Forderung verkauft wird, der sich die Kanzlerin nicht mal anzuschließen vermag, das lässt eigentlich nur ein Fazit zu. Deutschland ist unter dieser Führung zu einer Art Bananenrepublik, ich habe ja gerade gelernt, nicht mal das fand ich gut verkommen, die international nur noch belächelt wird. Und in der Tat, das ist das Problem. Also ich bin ja viel international unterwegs und im Europaparlament habe ich zwangsläufig mit Vertretern vieler Nationen zu tun. Ich kriege immer wieder die Frage, was ist in eurem Land los? Was macht ihr da? Wie kann das sein? Warum wehrt ihr euch nicht? Und ich sage dann immer, aber ich wehr mich doch. Und, ja, und mit mir 33.000 weitere Parteimitglieder und mittlerweile an die 10 Millionen Menschen, die uns ihre Stimme geben. Das sind nicht wenige und das werden jeden Tag mehr. Ich meine, man schaue sich das an. Man schaue sich das an, wer die letzten Wochen verfolgt hat, wird über den Wahnsinn, den diese Merkel-Regierung in diesem Land abzieht, doch wirklich nur noch den Kopf schütteln können. Tatort Chemnitz. Mal wieder ein migrantischer Messermord. Mal wieder versucht das Establishment inbrünstig davon abzulenken. Mal wieder wird legitimer Protest tausender Bürger schlecht geredet und das zu Recht protestierende Volk als neonazistische Ausgeburt stigmatisiert. Mal wieder werden für ein paar wirklich bekloppte, dumpfe, widerwärtige Nazis, die da tatsächlich rumgelaufen sind und die schlimme Dinge tun, eine riesige Gruppe von Menschen in Kollektivhaftung gemacht. Und der Kolumnist Jakob Augstein spricht davon, dass er Sachsen künftig am Eingang von Sachsen Schilder aufstellen will, Sachsen SA großgeschrieben, um zu insinuieren, die Sachsen seien alle Nazis. Das ist das, was da gemacht wird. Da gehen tatsächlich Abertausende von Menschen auf die Straße, bringen ihren Unmut zur Kenntnis, bringen ihre berechtigte Sorge zur Kenntnis, sind die friedfertigsten Menschen der Welt und die werden nun alle als dumpfe Rechte stigmatisiert, weil ein paar in der Tat wirklich Verrückte, mit denen wir nichts, aber auch gar nichts zu tun haben wollen, da mitgelaufen sind. Womöglich sind einige von denen von anderen auch noch bestellt, das weiß ich nicht, aber auch das wäre eine Möglichkeit. Es sind in jedem Fall sehr wenige. Die große Masse hat nun mit Gewalt und mit Neonazismus und mit Antisemitismus und all diesen Dingen nichts zu tun, sondern die große Masse sind einfach besorgte Bürger, die aus Recht Sorge haben. Und wenn man immer sagt, wir schürten hier Ängste, wir schürten hier Sorgen. Nein, das ist völlig falsch. Die Ängste und die Sorgen sind da und wir sind die einzige Partei, die das aufgreifen. Dabei müssten das alle tun, denn es ist die Aufgabe von Politik, die Sorgen und Ängste von Bürgern ernst zu nehmen. Und dafür, dass die da sind, hat die Merkel gesorgt. Und was macht die Mutti aller Probleme? Sie übernimmt nicht die klaren Fakten der Sicherheitsbehörden. Sie hört nicht auf den sächsischen Generalstaatsanwalt. Sie hört nicht auf die sächsische Polizei. Sie hört auch nicht auf die Bundespolizei. Sie hört nicht mal auf Kretschmer, ihren Parteifreund, der in Sachsen regiert. Die alle haben gesagt, Hetzjagden habe es nicht gegeben. Frau Merkel spricht von Hetzjagden und, bester DDR-Jargon, Zusammenrottungen, die es gegeben habe. Und übernimmt lieber die Antifa-Diktion, die das nahelegt. Und wissen Sie was? In einem Punkt hat sie recht, aber ganz anders als gedacht. Ja, es gab eine Hetzjagd, aber eine ganz andere. Es gab im Anschluss daran nämlich eine Hetzjagd auf den bis dato Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, der die von der Kanzlerdarstellerin Merkel verbreiteten Fake News und nichts anderes ist das, was Frau Merkel getan hat, dankenswerterweise in Frage gestellt hat.
Der hat ein Interview gegeben und hat gesagt, es fehlten die Anhaltspunkte dafür, dass das so gewesen sei. Der Dank, die Quasi-Entlassung mit Alibi-Pürstchen, weil Klein Kevin von der SPD, auch so einer, bisher nichts gelernt, passt prima in Ihre Geschichte rein heran, Kevin Kühnert von der SPD, nichts gelernt, nichts fertig studiert, nichts gearbeitet. Dieser kleine Kevin, die Kanzlerin und ihre bemitleidenswerte Unionsbagage am Nasenring durch die Manege führt und mit Neuwahlen droht. Damit offenbart Merkel ein weiteres Mal, wie tief sie inzwischen im linken Mainstream-Sumpf unseres Landes angekommen ist. Sie lässt sich mit dieser Entscheidung von einem klinisch dreivierteltoten Koalitionspartner treiben wie ein Schaf und macht ganz nebenbei deutlich, dass sie keine Ahnung hat, was Richtlinienkompetenz überhaupt ist, respektive sie ihr vollständig abhanden gekommen ist, sollte sie sie jemals gehabt haben. Das System Merkel lässt sich in einen einzigen Satz fassen. Worum geht es Merkel? Es geht Merkel um den Erhalt der Macht um jeden Preis und mit egal wem. Alles andere interessiert nicht. Das ist das System Merkel. Und um das zu erreichen, ist sie nun vollends zur Erfüllungsgehilfin des gesammelten Linkslagers der Republik, bestehend aus SPD, Grünen und Linken, mutiert. Und wir alle ahnen, zu diesem Zweck wird sie als nächsten Schritt absehbar einen ihr von der SPD handverlesenen Nachfolger meistens präsentieren. Und Gottfried Curio gab uns eine Ahnung davon, was das heißen wird und warum das geschieht. Und Maaßen? Maaßen, der wurde erstmal befördert. Das ist auch interessant. Also entweder hat der Mann einen Fehler gemacht, wir sagen, hat er nicht, aber wenn er einen gemacht hätte, dann könnte man ihn vielleicht in einstweiligen Ruhestand versetzen, aber nicht befördern zum Staatssekretär. Oder er hat keinen Fehler gemacht, dann hätte Seehofer hart bleiben müssen und auf seinen Verbleib im Amt insistieren müssen. Aber man hat ihn dann befördert auf B11 zum Staatssekretär oder wollte das tun. Dann will man festgestellt haben, dass diese Beförderung beim Volk angeblich nicht gut angekommen sei. Also musste, wie Andrea Nahles sagte, die mitreißende Andrea Nahles, ich finde die Frau wirklich mitreißend, die reißt die ganze SPD mit in den Abgrund. Wie also besagte Andrea Nahles sagte, musste nachverhandelt werden. Nachverhandelt. Komisch, nicht? Da fragt man sich, wieso musste dann eigentlich die Grenzöffnung aus dem Jahr 2015 nicht nachverhandelt werden? Wieso musste die Euro-Rettung eigentlich nicht nachverhandelt werden? Wieso die völlig verkorkste Energiewende nicht? Kam alles nicht so prickelnd beim Wähler an, beim Volk? Aber aus einer richtigen, wenn auch ungemütlichen Aussage eines pflichtbewussten Verfassungsschutzpräsidenten, und dermaßen ist ein pflichtbewusster Mann und ein hochgeschätzter von allen, bei allen, die jemals mit ihm zu tun hatten, sind wir gemutmaßt. Hat Herr Meuthen in Maaßen getroffen? Nein, habe ich nicht, habe ich nie getroffen. Aber ich weiß das dennoch. Da wird eine Staatsaffäre draus gemacht. Was ist das für eine kranke Prioritätensetzung von politischen Inhalten? Wenn hier etwas nachverhandelt gehört, meine Damen und Herren, dann ist es diese Regierung. Mit dem Ergebnis der Abwicklung und mit keinem anderen. Aber bis es soweit ist, bis es soweit ist, und ich glaube nicht, dass das erst 2021 der Fall ist, wird Merkel alles tun, was Nahles und Klein Kevin von ihr erwarten, nur um noch eine Weile im Amt zu bleiben. Ja, die SPD, zu der kann man eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren, und das meiste wurde auch schon gesagt. Was die abliefern, ist einfach nur noch letztklassig. Die SPD hat immer noch nicht verstanden, dass ihr geradezu impertinentes und penetrantes Fordern von vorgeblicher sozialer Gerechtigkeit, ein unbestimmter, aber nicht unwichtiger Begriff, bei gleichzeitiger Entkriminalisierung von Ladendieben, Drogendealern, Messermördern und Asylbetrügern, beim traditionellen gesetzestreuen Malocher, der einst das Rückgrat der Partei bildete, nicht wirklich gut ankommt. Die verstehen das nicht. Das ist in gewisser Hinsicht nett von denen, weil die ehemaligen SPD-Wähler wenden sich in Scharen denen zu, die das verstehen, das sind wir. Insofern ist das ganz nett von denen. Bei den Sozis setzt man stattdessen lieber auf verbalen Polithuliganismus, der wurde heute auch schon zitiert. Frau Nahles wollte der CDU, mit der sie jetzt im Koalitionsbettchen liegt, auf die Fresse hauen. Die Frau ist überhaupt eine Expertin für feinsinnige Semantik. Ja. Stegner, das parlamentarische Sprachrohr der Hühnerbrust-Hooligans von der Antifa, möchte Positionen und Personal der AfD attackieren, und die tun das auch, und da wird es dann unwitzig. Schulz ist ja überhaupt der 100% Schulz. Ne? Schulz ist, manchmal sage ich zu Hause Schulz jetzt, dann ist wirklich Ruhe.
Also, da meinte der Schulz ernsthaft, er könnte im Bundestag Alexander Gauland stellen. Überhebt er sich natürlich leicht. Ja? Gauland hatte, was hatte Gauland gemacht? Gauland hatte folgenden hochkomplexen Satz gesagt, 5 Worte, achten Sie, schwer zu verstehen. Ja? Hitlergrüße sind unappetitlich und strafbar. Punkt, das hatte Gauland gesagt. Völlig richtig, völlig klar. Nicht so für unseren Martin. Der stellte sichtlich empört eine Zwischenfrage. Herr Präsident, die Zwischenfrage, die ich stellen wollte, bezog sich auf eine Äußerung von Herrn Gauland. Das Zeigen des Hitlergrußes war unappetitlich. Das Zeigen des Hitlergrußes, Schulz in höchster Empörung, ist eine Straftat, die strafrechtlich verfolgt werden muss. Und das ganze Parlament braust auf und applaudiert. Wie toll, der hat es dem Gauland mal richtig gezeigt. So als hätte Gauland etwas anderes gesagt. Gauland hatte genau das gesagt. Nochmal, Hitlergrüße sind unappetitlich und strafbar. Und dann sagt der Schulz sowas. Schulz hat also Gaulands aus lediglich 5 Wörtern bestehenden Satz nur zu 3/5 verstanden. Ja? Das ist angesichts des heutigen Bildungsniveaus von Sozialdemokraten schon eine fast bemerkenswerte Quote. Ja? Schade nur, dass der Spiegel ähnlich blöd ist. Der titelte dann nämlich Schulz zerlegt Gauland. Der Spiegel. Und da kann man verstehen, dass es mit den Auflagezahlen dieser Zeitschrift eben auch rapide bergab geht. Nicht? Also das ist nachvollziehbar. Und dann gibt es da noch den Kars, der wie eine tollwütige Töle die Rechtsradikalismuskeule schwingt am gleichen Tag und mit Blick auf uns sagt, dass Hass hässlich machen wird. Nun, er muss es ja wissen. Meine Damen und Herren, das sind die letzten Zuckungen einer einst stolzen, nun untergehenden Partei der Malocher. Die SPD war früher mal die stolze Partei der Proletarier. Heute ist sie offenkundig, das sieht man an diesem Beispiel, eine Partei von Proleten. Und ihr Niedergang, ist Parteiensterben von seiner schönsten Sorte. Dies dazu. Einige im Saal verstehen die Anspielung. In der Schweizer Presse, so eine Art neues Westfernsehen, erschien neulich ein guter Artikel. Ja, da ist was dran. Denken Sie mal drüber nach. Wenn ich mich wirklich informieren will über die Zustände in meinem Land, dann lese ich mittlerweile Schweizer Presse, zu Teilen österreichische Presse, eher internationale Presse ganz allgemein. Da hat Hans-Hermann Tietje geschrieben, was in Deutschland, Merkel-Deutschland abgeht. Er hat einen sehr, sehr treffenden Satz dort geschrieben, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Der hat geschrieben, Merkel wirkt auf viele inzwischen wie eine Grabplatte, die sich auf Deutschland gelegt hat. Besser kann man es nicht beschreiben, meine Damen und Herren. Besser kann man das nicht beschreiben. Wir erleben in diesem Land die Vergewaltigung unserer Identität und Kultur durch unkontrollierte und behördlich sogar noch gesetzeswidrig beschleunigte Massenmigration. Und überhaupt, dieses ganze gestörte Verhältnis zu unserer eigenen Identität und Kultur ist Folge einer jahrzehntelangen Politik der Umerziehung, die zu einer schon ins Wahnhafte reichenden Empfindung von Schuld geführt hat. Ich habe das damals in Stuttgart 2016 nicht zufällig gesagt, als ich dieses mittlerweile zum geflügelten Wort gewordene links-rot-grün-versiffte 68er-Deutschland gesagt habe. Genau das meine ich. Da beschweren sich übrigens zuweilen ältere Semester bei mir, 68er, die sagen, das war damals aber nicht alles falsch. Nein, das war es 68 auch nicht. 68 hatte seine gute Berechtigung damals. Und hat auch durchaus anfangs eine segensreiche Wirkung gehabt. Das Problem ist, was daraus geworden ist. Der komplette Werterelativismus über Jahrzehnte hinweg und die Abschaffung jedes Wertefundaments, das diese Republik getragen hat. Das ist das Problem und daran leiden wir. Man suhlt sich in einer moralischen Selbstbesessenheit und spielt sich als Moralapostel auf, während man das eigene Land zugrunde richtet. Das ist ein pathologischer Altruismus, der Devise der gruselgrünen Grande Katrin Göring-Eckardt folgt. Meiner neuerdings allerbesten Freundin, ich hatte unlängst das Vergnügen, mit ihr in einer Sendung des deutschen Fernsehens
Und wir haben ein wenig miteinander diskutiert. Ich hätte das gern anschließend noch fortgesetzt, aber die Dame wollte anschließend, ich weiß auch nicht warum, nur noch weg. Die hatte dort den wirklich kläglichen Versuch gemacht, die AfD, hier mal in meiner Gestalt, auf die Anklagebank zu setzen. Und dann habe ich das mal ganz schnell umgedreht und habe die mal auf die Anklagebank gesetzt. Und da hat die überhaupt nicht mit gerechnet. Und die Anklage war relativ lang. Und dann war die etwas verstört und das wollte sich auch nach der Sendung gar nicht mehr auflösen. Und dann ist die ganz schnell verschwunden. Ansonsten war es ganz nett. Also diese Expertin für schlichtweg alles, vor allem für Innenpolitik, versichert uns ja, wie wir diese Probleme lösen können, die wir haben. Und die macht auch nicht viele Worte darum, die erklärt das so, die sagt, Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terroristen. Wörtliches Zitat. Also wenn die Hütte brennt, einfach noch mehr Benzin reingießen, grüne Logik pur. Das sind übrigens die, die uns immer vorwerfen, wir hätten nur einfache Antworten parat. Und dann kommt der neue Shootingstar der Grünen, Robert Habeck, und sagt, uns kann man auch die innere Sicherheit anvertrauen. Ja, wahrscheinlich der Katrin. Meine Damen und Herren, ein Intelligenzquotient von 150 ist ja eine feine Sache. Blöd, und wenn sich den die ganze Partei teilen muss. Wirklich. Aber achten Sie darauf, das Thema mit den Grünen ist ernster, als man glaubt. Die werden im Moment gehypt bis zum Gehtnichtmehr. Und das ist eine gefährliche Geschichte. Die werden hochgeschrieben von Taz bis Faz. Die sind in jeder Talkshow. Wann haben Sie das letzte Mal eine Talkshow ohne Habeck gesehen? Wird wahrscheinlich lange her sein. Falls doch, war garantiert Frau Baerbock da. Also eine von beiden Vorsitzenden ist immer da. Und man versucht, die Grünen im Moment als ökopatriotische Alternative zur Union zu stilisieren. Die Medienvertreter haben verstanden, dass die CDU, CSU im völligen Niedergang ist. Und dass es die SPD ist, weiß ja sowieso in diesem Land jeder. Und nun sucht man nach einer Alternative. Und wir, die Alternative für Deutschland, wir sind ja ganz degutant. Wir dürfen diese Alternative nicht sein, wiewohl wir die legitimen Erben sind. Man sucht nach einer anderen Alternative. Nun, die FDP führt so ein Anhängsel-Dasein, die kann man auch nicht groß hypen. Dann haben wir da die Linke, die gehen auch nicht, die sind da mit ihrer Aufstehenbewegung beschäftigt. Interessant, wenn Sarah Wagenknecht eine Bewegung Aufstehen nennt, bei dem Antifa-Milieu, das diese Partei wählt, sollte sie die Bewegung vielleicht besser liegen bleiben nennen. Aber das ist nur eine Randbemerkung. Also die können es nicht sein und also hypt man die Grünen hoch. Und da fand ich sehr schön, das habe ich hier auch in meinen Redeunterlagen, dieses nette Zitat von Habeck. Sie müssen sich das so vorstellen, der Habeck macht dann eine Sommertour, tourt durch Deutschland an historische Stätten, nennt die Tour, wie ich finde, eine gute Idee, des Glückes Unterpfand, also ein Wortgebrauch aus unserer schönen Nationalhymne, und versucht zu inszenieren, seine ganze Partei damit mit, als die neuen Heimatliebenden, die Heimatliebenden von der Grünen, selbst Göring-Eckardt redet neuerdings von Heimat, das ist im Kopf nicht auszuhalten, ja, und dann ist eben so ein Zitat, jetzt kann man ruhig ein zweites Mal bringen, weil es so schön entlarvt. Das hat ja der Habeck selber in seinem Buch geschrieben. Wörtlich, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Mit Deutschland wusste ich nichts anzufangen und ich weiß es bis heute nicht. Zitat Ende. Robert Habeck, Parteivorsitzender der Grünen. Ein wahrer Patriot, urteilen Sie selbst. Nein, meine Damen und Herren, dieser Habeck und seine Grünen sind keine Alternative zum Altparteien einerlei, sondern sie sind sogar die allerübelsten Katalysatoren des Zerfalls Deutschlands. Lassen Sie sich nicht täuschen, das sind keine Patrioten, das sind Deutschlandhasser, das sind Nationalmasochisten und das sind Heuchler. Sie sind die Avantgarde des selbstzerstörerischen Multikulti-Feldzugs, der unsere Heimat, unsere Identität und unsere Kultur zerstört. Sie kapieren noch das Elementarste nicht, sie wollen es nicht oder sie können es nicht, das weiß ich nicht. Sie verstehen die einfachsten Sätze nicht. Ein Satz wie zum Beispiel den, man kann nicht der ganzen Welt helfen, indem man das eigene Land, seine Identität und Kultur zugrunde richtet. Das kann im Grunde genommen jeder Achtklässler kapieren, die Grünen kapieren es nicht. Und lieber Herr Rahn, Sie haben ja die Bürde abgenommen, zu Gender-Gaga mehr zu sprechen, weil Sie herrliche Beispiele nannten. Ich setze nur noch eins obendrauf, weil ich es nicht lassen kann, weil ich das so schön finde. Wir müssen mal sehen, wo das hinführt in diesem Land, wie völlig verquer das Denken da geworden ist, übrigens staatlich gefördert.
Dieses Gender-Gaga führt ja fröhliche Urstände überall. Und da werden auch Lehrstühle bezahlt. Und da sitzen dann so Leute wie Queer-Feministinnen. Und ersparen Sie mir die Mühe, Ihnen den Begriff zu erklären. Ich bin da nicht wirklich gut drin. Eine dieser Queer-Feministinnen heißt Annika Spahn. Und die ließ das geschätzte Volk kürzlich Folgendes wissen. Nein, das Volk nicht. Volk gibt es für solche Leute nicht. Wörtliches Zitat. Jetzt lernen Sie was. Ja? Menstruation ist nichts strukturell Weibliches. Es ist etwas, was manche Körper tun und andere nicht. Ob die Person weiblich ist oder nicht, hat damit nichts zu tun. Zitat Ende. Das ist Genderforschung. Sie verstehen es nicht? Ich auch nicht. In unserem Land geht sowas als Forschung durch. Ich würde es als Volksverblödung bezeichnen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn die Frau sowas äußert, irgendwo in der Geschlossenen. Kein Thema. Aber wenn sowas hierzulande als Forschung bezeichnet wird und diese Forschung in Anführungsstrich mit Steuergeldern bezahlt wird, sprich mit dem, was wir erwirtschaften, dann habe ich was dagegen, meine Damen und Herren, und zwar ganz entschieden etwas dagegen. Als Alternative für Deutschland fordern wir eine ganze Menge Sachen. Und das bestimmt nicht. Wir fordern klassische Bildung statt postmoderne Bildungsexperimente zulasten unserer Kinder, die zu Versuchsobjekten linker Gesellschaftsingenieure werden. Und glauben Sie mir, ich habe Kinder, die gehen in Baden-Württemberg zur Schule. Ich weiß, was grüne Gesellschaftsexperimente in der Bildungspolitik sind. Nicht zufällig ist Baden-Württemberg immer weiter durchgereicht worden. Wir waren mal Spitze, absolut vorne, gemeinsam mit Sachsen und Bayern. Dann kamen die Grünen. Und jetzt sind wir irgendwo auf Rang 9, aber lassen Sie die Grünen da noch ein bisschen weiterwirken, dann sind wir auch ganz schnell irgendwo bei Bremen oder sowas. Wir fordern Kultur statt Kulturmarxismus, Bildungsvielfalt und den Beibehalt des dreigliedrigen Schulsystems statt Bildungseinfalt und Einheitsbrei. Gerade die Landespolitik hat noch die Möglichkeit, Bildung aktiv zu gestalten. Bildung ist immer noch Ländersache. Darum sollten zum Beispiel Menschen mit Kindern alles tun, aber nicht den Grünen bei der Landtagswahl ihre Stimme geben. Lassen Sie mich als weiteres Thema noch kurz zum Bereich kommen, der nun meine eigentliche Domäne ist, nämlich das Ökonomische. Und der Sie, wie unsere Partei auch, in Zukunft noch sehr stark interessieren wird. Mir geht es da stark um die fiskalische Ausbeutung der Bevölkerung durch horrende Steuerquoten und Abgabelasten. In ihrer Gier nach immer mehr Geld für die Verwirklichung ihrer wirklichkeitsfremden Agenda mästen linke Gesellschaftsklempner den Staat und setzen uns Bürger auf Diät. Wir haben Rekordsteuereinnahmen. Wir haben die höchsten Wachstumsraten an Steuern, die wir je hatten. Wir haben einen Sozialstaat, der nicht funktioniert. Der vorgebliche Sozialstaat zerstört durch enorme Abgabelasten in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, nämlich genau das, was er eigentlich schützen müsste. Diese Steuern und Sozialversicherungsabgaben sind in keinem Land so hoch wie bei uns in Deutschland, Ausnahme Belgien, mit denen sind wir auf einer Höhe. Wir sind da die absoluten Topscorer. Und damit werden gesellschaftlich extrem wichtige bestehende Kleinverbünde wie funktionierende Familien sukzessive in die Knie gezwungen. Und dann wird gesagt, wir brauchen das Geld für Kitas und so weiter und so fort, weil wir Kita wollen schon vom Kleinstkindalter an. Und eine Frau Giffey, die hier Bundesfamilienministerin ist, die hat vor einiger Zeit mal geäußert, man müsste nachdenken über eine Kita-Pflicht spätestens ab dem zweiten Lebensjahr. Eine Kita-Pflicht, dann wissen Sie, wie nah wir inzwischen an DDR 2.0 sind. Und diese Früherziehung, die da stattfindet, die kennen wir auch. Und die sorgen dafür, weil die sagen, wir brauchen das Geld dafür. Und das muss ja irgendwo herkommen. Ich meine, das zieht der Olaf Scholz ja nicht aus der eigenen Tasche, das zieht er den Bürgern aus der Tasche. Und dann kommen wir eben in eine Situation rein, wo die Menschen nicht mehr die Wahl haben, von der wir wünschen, dass sie sie haben. Einverdiener-Ehen, Einverdienerfamilien, kennen Sie das noch? Das gibt es so gut wie nirgendwo. Bei Normalverdienern gibt es das nicht mehr. Das geht nämlich nicht, das können sich die Menschen schlicht nicht mehr leisten. Also als ich ein Kind war, gut, das ist lange her, da ging das noch, da gab es Doppelverdienerfamilien, da gab es Einverdienerfamilien, die einen machten es so, die anderen machten es so, sie hatten die Wahl. Wenn wir heute nur fordern, die Menschen sollen die Wahl haben, dann heißt es, die wollen zurück in die 50er Jahre, die Frauen sollen wieder an den Herd und solche Geschichten. Meine Damen und Herren, das ist eben genau die Verleumdung, der wir Tag für Tag ausgesetzt sind. Das fordern wir mitnichten.
Wir wollen, dass die Menschen nach ihrer Fasson glücklich werden. Die einen so, die anderen so. Und wer das klassische Familienbild leben möchte, der soll imstande sein, das zu tun. Und das geht mit diesen Abgabelasten nicht. Nicht mehr und nicht weniger fordern wir. Stattdessen hängt der Staat Menschen wie Junkies an die Nadel eines vermeintlichen Sozialstaates, der mit all den hunderten Milliarden pro Jahr nicht im Entferntesten das leistet, was doch seine eigentliche Aufgabe wäre. Die Aufgabe eines tragfähigen, echten Sozialstaats wäre subsidiäre Hilfe für die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Wie kann es sein, frage ich Sie, dass wir 29,6, lassen Sie mich sagen, gerundet 30% unseres Bruttoinlandsproduktes als Maß der Wertschöpfung in unserem Land, das ist alles, was wir erarbeiten, davon geben wir 30% für Sozialausgaben aus. Das ist eine nachprüfbare Quote, diese Zahlen sind belastbar. Und wir trotzdem mehr Geld dafür ausgeben, absolut und relativ, als praktisch alle anderen Nationen, wir in diesem Land nachweislich steigende Kinderarmut, steigende Altersarmut haben, dass bei den Tafeln immer voller wird, dass alte Menschen in Mülltonnen nach Pfandgut suchen, das habe ich selber schon mehrfach gesehen. Wie kann das sein? Da muss doch irgendetwas fundamental falsch sein. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Wir haben eine völlig falsche Sozialpolitik, die katastrophal ist, weil sie alle und jeden begünstigt, statt fokussiert auf die Bedürftigen zu gehen. Und da wird als eine Segnung des Staates verkauft, quasi als ein Geschenk vom Olaf Scholz, was das vielleicht gar nicht ist. Und die lassen sich ständig neue Sachen einfallen. Und sie sollen als Bürger gefälligst dankbar sein. Jetzt seien Sie doch mal dankbar für das Baukindergeld. Ja? Das gibt es jetzt seit 2 Wochen, Baukindergeld. Eine ganz innovative Geschichte. Die ist nicht innovativ, die gab es in den 80er, 90ern schon. Da war das der § 34f Einkommensteuergesetz. Jeder, der damit mal zu tun hatte, kennt das. Hat damals schon nichts gebracht, bringt auch jetzt nichts. 1200 Euro pro Kind und ja für 10 Jahre, wenn sie bauen. Ich stelle dazu erstmal fest, Sozialpolitik ist das nicht, denn Menschen, die wirklich sozial bedürftig sind, bauen nicht. Punkt. Ja, das war das Erste. Das ist Quatsch. Jetzt kann man immer noch sagen, naja gut, aber trotzdem ist es doch sinnvoll, was für Familien mit Kindern zu tun. Dem würden gerade wir als AfD, als Partei, die sich den Familien verschrieben hat, gar nicht widersprechen. Das sollte man in der Tat tun. Aber dann ist Baukindergeld, wie so oft, das völlig falsche Instrument. Wieso muss man Menschen etwas zurückgeben, was man ihnen vorher abgenommen hat? Nehmen Sie doch einfach die Grunderwerbsteuer weg, dann haben Sie das Problem gelöst und viel schneller und viel besser. Dann sind die Menschen freier. Wer jemals gebaut hat, weiß, was die Grunderwerbsteuer für eine fiese Belastung ist. Das haut richtig rein. Und sie hätten dort ad hoc die Entlastung und das Problem wäre gelöst. Das wollen die aber nicht. Die sollen ganz, ganz viel an Geld an Staat geben, damit der sich dann als ihr vermeintlicher Wohltäter aufspielen kann. Fiskalillusionen nennen wir Spezialisten das. Wissen Sie, ich höre ja häufig von unserer politischen Konkurrenz, die AfD sei nur eine Ein-Themen-Partei. Migranten, Migranten, Migranten. Oder in deren Diktion Flüchtlinge, sonst hätten wir nichts. Irrtümlicherweise schließen die Kartellparteien offenbar von sich auf andere. Das einzige Thema dieser Kartellparteien ist die AfD. Ja? Das ist auch ganz schön. Da muss man nicht immer in diesen Talks rumsitzen. Selbst wenn wir in den Talkshows nicht anwesend sind und zu Hause beim Glas Wein sitzen, sind wir trotzdem Thema. Die reden immer über die AfD. Das ist wirklich nett. Und die machen das auf eine sehr spezielle Art und Weise. Ich kriegte gerade auf der Fahrt hierher zum Beispiel, da kriegen wir morgen wieder richtig was zu hören, die Mitteilung, dass der Herr Kruse, der jüngst aus der AfD ausgeschieden ist, heute Abend dann bei Herrn Lanz ist. Und da können wir uns dreimal vorstellen, was da dann wohl wieder alles über die AfD böses gesagt wird. Glücklicherweise nehmen immer mehr Menschen das einfach nicht mehr ernst oder sie gucken es sich gar nicht mehr erst an. Das ist auch besser so. Ja, die versuchen uns, das ist dieser Kampf oder auch, man könnte auch sagen Krampf gegen rechts, sie versuchen uns da etwas anzuheften, was ihnen einfach nicht gelingen will, weil es einfach auch nicht ist. Die wissen sowieso nicht, wofür wir stehen, die wollen das auch gar nicht wissen. Meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland, das wurde heute Abend schon deutlich, steht für Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Wir stehen für direkte Demokratie. Wir stehen für die Rückverlagerung von Kompetenzen auf den Nationalstaat statt auf supranationale Ebene, wo es nicht hingehört, damit die Bürger eine stärkere Kontrolle über die Politik haben. Die AfD steht für Euro-Austritt, für eine Absage an Bankenunion. Wir stehen für Währungswettbewerb, stabile Währung, monetäre Eigenverantwortung.
Wir wollen eine solche Politik haben, statt zugunsten einer den deutschen Steuerzahler enteignenden Solidarität. Wenn Sie den Begriff Solidarität hören, Vorsicht, Solidarität hat meistens mit Solidarität nicht viel zu tun. Solidarität haben Sie in sozialen Kleinverbünden, nicht in Kollektiven. In Kollektiven hat das mehr mit Ausbeutung zu tun. Diese Solidarität mit den Pleitestaaten für ihre verantwortungslose Politik, das wollen wir nicht. Wir wollen die nicht auch noch belohnen. Die AfD steht für eine Verteidigungspolitik, die in erster Linie ein Verteidigungsbündnis zu sein hat und sie nicht proaktiv in Konflikte einzumischen hat. Die AfD steht für die traditionelle Familie als Leitbild der Gesellschaft. Und stellen Sie sich mal vor, die besteht aus etwas so Revolutionärem wie Vater, Mutter und Kindern. Unglaublicher Vorgang für unsere Queerspezialisten. Denn das ist tatsächlich die Keimzelle der Gesellschaft. Wir stehen für Familiensplitting. Wir stehen für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags und die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkstaatsverträge zum nächstmöglichen Termin. Denn wir sind hier nicht... Denn wir sind ja eben nicht in der DDR und wir brauchen auch kein betreutes Denken, Marke ARD und ZDF. Und nun frage ich Sie, denken Sie selber darüber nach, mal, ob das, was ich gerade so aufgezählt habe, und ich wüsste, jeden dieser Punkte auszuführen, das kann man im Rahmen einer kurzen Rede nicht machen und ich will Ihre Geduld auch nicht überstrapazieren, aber fragen Sie sich einmal, ob die Forderungen, die ich gerade aufgeworfen habe, ob die rechtsextrem sind, ob die rechtsradikal sind, ob das ein Thema für den Verfassungsschutz ist, ob das Staatszersetzung ist. Für meine Begriffe sind das alles vernünftige, urbürgerliche Forderungen, die ganz offenkundig beim Volk gut ankommen und deshalb geht den Kartellparteien nachvollziehbarerweise ganz tüchtig die Düse. Es ist das Freiheitliche, das ich immer betone. Meine Damen und Herren, wir haben es mit multiplen Schieflagen zu tun. Zusammenfassend würde ich sagen, was wir erleben, ist der massive Missbrauch des Ordnungsstaates. Ein funktionierender, den Bedürfnissen der Bürger gerecht werdender, starker Staat ist immer ein schlanker, sich auf seine wichtigsten Kernaufgaben besinnender Staat. Das sind vor allem die innere und die äußere Sicherheit, das sind öffentliche Aufgaben. Die Bereitstellung einer öffentlichen Netz- und Bildungsinfrastruktur, die Schaffung und Durchsetzung einer allgemein verbindlichen Rechtsordnung sowie der soziale Schutz des Existenzminimums von Menschen, die das selbst zu schaffen nicht imstande sind. Damit sind die Kernaufgaben eines guten, starken Staatswesens umrissen. Der Staat, den wir haben, ist hingegen ein fetter, alle möglichen weiteren Aufgaben an sich ziehender, ein umerziehender, anmaßender und sich eben nicht klug beschränkender Staat. Orientierungslos geworden, seine Prioritäten völlig falsch setzend, die Bürger gängelnd und drängelnd und zugleich darüber nicht mehr fähig, seinen Kernaufgaben, die ich eben zitierte, auch nur ansatzweise noch gerecht zu werden. Denn wir haben massive Defizite in der inneren Sicherheit, wir haben einen Totalbankrott in der äußeren Sicherheit, was Frau von der Leyen da anrichtet. Nein, damit fange ich jetzt nicht an, sonst werde ich cholerisch. Aber gucken Sie sich einfach, ich glaube, der letzte Hubschrauber, der auch fliegt, mit dem fliegt Frau Merkel durch die Gegend. Und ansonsten ist da nicht mehr viel, was noch in die Luft gebracht werden kann. Nein, ich äußere jetzt keine Idee. Mache ich nicht. Und da fragt man sich, können so die richtigen Weichen für ein besseres Deutschland gestellt werden? Und unsere Antwort lautet natürlich wohl kaum so. Natürlich müssen wir, auch daran kann kein Zweifel bestehen, am entschlossensten dort handeln, wo die Gefahr am größten ist. Und das ist heute Abend auch deutlich geworden, dass tatsächlich der Bereich der illegalen Massenmigration, das war das Hauptthema. Und das ist nicht, weil wir das transportieren, sondern das ist deswegen, weil das ist, was die Menschen am meisten bewegt. Es kommen eben Tag für Tag deutlich mehr neue Migranten in unser Land hinein, nämlich 10-mal so viele, als wir mit einer noch so erfolgreichen Abschiebepolitik aus Deutschland wieder verabschieben könnten. Und dann trichtert man uns ein, Multikulti ist toll, Willkommenskultur der beste Schutz vor Terroristen oder unser Martin eben schon zitiert. Das, was die Flüchtlinge uns bringen, die Flüchtlinge, ist wertvoller als Gold, hat er ja gesagt. Und ich frage mich dabei nur, wenn das alles wirklich so toll ist und die wertvoller als Gold sind, wieso bestehen dann unsere Kartellparteien darauf, die Migranten auf andere europäische Länder, vor allem jene aus dem Osten Europas, die das gar nicht wollen, zu verteilen? Müssten wir das Gold dann nicht besser behalten wollen? Und ist es nicht ein Akt äußerster Bescheidenheit und Selbstlosigkeit von Präsident Orban zu sagen, nein, die nehmen wir nicht, behaltet euer Gold mal schön selbst? Ja?
Dafür hat der Europäische Parlament schwer um die Ohren gekriegt. Ich habe mich an seine Seite gestellt und das will ich auch immer wieder tun. Es ist ja Wahnsinn, was, also wenn Sie das erleben, was da abgeht auf dieser Bühne, Europäisches Parlament, wie man da Ministerpräsident Orban behandelt hat, das war so, so schändlich. Und wie man überhaupt mit diesen vermeintlichen Rechtspopulisten, ich meine, schauen Sie sich den Seehofer mal an. Was hat denn der arme Mann gemacht, als er da im Sommer nicht durchkam? Hat er gesagt, da machen wir jetzt bilaterale Abkommen. Und Mutti hat gesagt, jo, das machen wir, Horst. Dann hat er ein Abkommen mit Spanien gemacht. Ja? Bilaterales Rückführungsabkommen. Des Inhalts, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wer nach Spanien als Migrant einreist, das tun im Moment relativ viele, die rabiaten Methoden, mit denen die kommen, wurden auch schon geschildert, und dort einen Asylantrag stellt und dann über Österreich nach Deutschland einreist, den verpflichtet sich Spanien zurückzunehmen. Nun denken Sie mal nach. Also wenn Sie als Migrant in den Bereich der Europäischen Union reinkommen, ist es relativ naheliegend, dass Sie dahin gehen, wo es Ihnen am besten geht, wo Sie die höchsten Sozialleistungen bekommen. Das ist nicht Spanien, das ist Deutschland. Außerdem haben Sie da schon viele Bekannte. Also zieht Sie nach Deutschland. Sie werden schon gar keinen Asylantrag in Spanien stellen, aber wenn Sie die Torheit begangen haben sollten, das zu tun, werden Sie dann über Österreich nach Deutschland weiterreisen? Gucken Sie sich mal eine Landkarte an. Ja? Und dann werden Sie feststellen, das Abkommen ist im Juni geschlossen worden. Ergebnis bis zum heutigen Tage, Rückführung exakt null. Es hat noch nicht auf einen einzigen Migranten zugetroffen. Dann hat er das mit Griechenland auch gemacht, ganz anderer Erfolg, da waren es zwei. Ja? Also führt schon zu einem Durchschnitt von eins. Und jetzt macht er das mit Italien. Sollte es auch ein Rückführungsabkommen geben. Und in Italien hat das mit dem Verhandlungspartner zu tun, der macht etwas, was deutsche Politiker gar nicht mehr verstehen können, außer wir natürlich. Italien hat einen Innenminister, der vertritt doch allen Ernstes die Interessen des italienischen Volkes. Unglaublicher Vorgang. Und das ist nun für Herrn Seehofer eine fundamentale Überforderung. Damit kommt er nicht wirklich gut klar, muss er aber hinnehmen. Und jetzt ist also folgender Vertragsentwurf gemacht worden, wie mit den anderen. Asylantrag in Italien und Sie reisen jetzt über Österreich nach Deutschland ein. Geografisch wird es jetzt schon logischer. Dann würde Italien sich verpflichten, zurückzunehmen, allerdings nur unter der Bedingung, dass wir im Gegenzug immer einen, der per Boot in Italien anlandet, aufnehmen. Das Ergebnis ist also wieder null. Aber abgesehen davon hat Salvini gesagt, nicht mal das unterzeichnet er. Da will er auch erstmal mit seiner Chefin drüber sprechen, also mit Seehofers Chefin, sprich noch Frau Merkel, um das zu klären. Und Salvini, von dem ich wirklich viel halte, hat noch etwas anderes gesagt. Der hat nämlich gesagt, der Seehofer kann mal völlig vergessen, dass ich mit einer Unterschrift unter einen solchen Vertrag ihn im Wahlkampf in Bayern unterstütze. Denn das ist einer der Verbündeten meiner Feinde. Und in Deutschland, da unterstütze ich lieber meine Freunde von der AfD. Das hat Salvini gesagt. Das sind die Momente, wo es mir dann auch Spaß macht, Europaparlamentarier zu sein, weil da hat man diese Kontakte alle und die kann man weitlich nutzen. Da ist eine Menge im Gange. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich, damit komme ich dann auch zum Ende meiner Ausführung, warum ich durchaus ein hoffnungsfroher Zeitgenosse bin. Sie können exemplarisch in Italien sehen, Sie können in Österreich sehen, Sie können in Ungarn sehen, dass es auch anders geht. Und Sie können in Italien und Österreich sehen, die haben ja diese Regierung noch nicht ewig. Dass ein vollständiger Wechsel des bestehenden politischen Parteienapparates möglich ist. In Italien regiert Cinque Stelle und die Lega. Das hätte vor 5 Jahren kein Mensch für möglich gehalten. Das ist heute dort gelebte Realität. Und dadurch, dass die Lega, gerade die Lega, dort eine ganz knallharte Politik in Migrationsdingen macht, ist mittlerweile die Zustimmung seit den Wahlen in Italien, die sind noch nicht lange her, die Lega hat, noch mal verdoppelt worden. Also es geht und man muss da nicht so pessimistisch sein. Es wird immer wieder gefragt, warum machst du das? Das wird doch hier nichts und das kann man doch, das wird. Man muss ein bisschen geduldig sein. Die Deutschen sind da etwas langsamer, bedächtiger, träger, abwägender, vorsichtiger. Da ist der Italiener lebhafter, da geht das schneller und die haben das ausgetauscht. Sie werden erleben, das wird hier auch passieren. Und wenn wir diese Art von Migrationspolitik machen, dann werden die anderen schäumen und schäumen und schäumen. Sie werden sagen, diese Fremdenfeindlichkeit von der AfD, meine Damen und Herren, wir können dem immer wieder nur entgegnen
Und da weiß ich, dass ich für alle meine Vorredner sprechen kann. Wir sind nicht fremdenfeindlich, wir sind allerdings entschieden gegen feindliche Fremde. Das ist etwas grundlegend anderes. Und ich sage auch wieder und wieder, unser Land hat, und zwar zu seinem Gewinn, über Jahrzehnte hinweg Migranten aufgenommen. Wenn uns nachgesagt wird, wir wollten eine rein ethnische Gesellschaft, mein Gott, schauen Sie sich in diesem Land mal an, völlig illusorisch. Das haben wir nicht, das geht auch nicht. Wer davon träumt, mag es träumen, aber das ist Kokolores. Wir haben Millionen fremder Menschen in unser Land integriert, die aber integrationswillig und fähig waren, die unsere Sprache angenommen und gelernt haben, die unser Rechtssystem akzeptieren, die hier was gelernt haben, die hier ihre Berufe leben, die hier mit ihren Familien leben, die mit Recht einen deutschen Pass haben und die längst zu Deutschland gehören. Das ist auch Programm der AfD und das nenne mir einer fremdenfeindlich. Das ist für uns selbstverständlich. Nur feindliche Fremde, die ihre zum Teil archaischen Kulturen gerne auch gewaltsam und mit Messern weiterleben und sogar auf uns übertragen wollen, meine Damen und Herren, das geht nicht. Und dagegen gibt es fundamentale Gegenwehr von der AfD. Die gehören abgeschoben und zwar subito. Orient Abschiebeexpress, klare Ansage. So, die Zeit ist fortgeschritten, ich komme zum Ende. Die anderen mögen dabei nur zusehen, wir hingegen, wir wehren uns. Wir glauben noch an dieses Land. Es ist düster, aber es ist noch nicht zu spät. Deutschland verändert sich Tag für Tag und mit jeder Sekunde, die vergeht, wird die Wahrscheinlichkeit, dass gerade noch rechtzeitig die richtigen Weichen für eine gedeihliche Zukunft unseres Landes gestellt werden, geringer. Das ist wohl wahr. Dennoch kämpfen wir für die Zukunft unserer Heimat Deutschland. Und wir werden nicht weichen, wir werden vor den Einschüchterungen nicht einknicken, wir werden nicht aufhören. Die können machen, was sie wollen. Die können uns mit Verfassungsschutz kommen oder anderem, wir werden nicht aufhören. Und zwar deswegen, weil wir absolut davon überzeugt sind, dass wir eine enorm wichtige Aufgabe haben. Und auch wenn wir heute noch in der Minderheit sind, ich habe das am Beispiel Italien versucht deutlich zu machen, wir werden gewinnen. Ich bin überzeugt, wenn wir den Politikwechsel endlich einleiten, dann wird unser Land auch doch noch eine gute Zukunft haben. Das geht aber, meine Damen und Herren, nicht ohne die Unterstützung von Wählern in der Demokratie. Wir brauchen dafür Ihre Unterstützung, gerade auch hier in Hessen, dem Gründungsland der AfD. Darum meine Bitte zum Abschluss meiner Ausführungen, setzen Sie ein Zeichen für Hessen, setzen Sie ein Zeichen für Deutschland, setzen Sie ein Zeichen auch für Europa. Wählen Sie am 28. Oktober die AfD in den letzten deutschen Landtag, in dem sie bislang noch nicht vertreten ist. Herzlichen Dank für Ihre Geduld. Applaus